Einen wunderschönen und äußerst angenehmen guten Tag wünsche ich euch, meine Damen und Herren. Willkommen zu meinem mittlerweile 9. Jahresrückblick. Ja, es sind tatsächlich schon 9 Jahresrückblicke, unglaublich. Zuerst muss ich sagen, ich hatte Tonprobleme in letzter Zeit, also ich weiß nicht warum. Ich hatte jetzt übelst Tonprobleme, weil das... Ich weiß nicht mal warum. Mein Ton hat sich... Ich konnte so alles verstehen, aber es hat sich so komisch angehört, deswegen konnte ich mein letztes Video nicht raushauen. Und falls es jetzt irgendwie zu Problemen kommt, irgendwie, dass irgendwie zum Beispiel die Peer-Laute zu hoch sind oder zu komisch klingen, dann tut es mir leid. Ich versuche es auf jeden Fall, so gut es geht, klingen zu lassen. Aber nur als Anmerkung. 2023 neigt sich langsam ein Ende. Ich nehme es jetzt am 28. auf. Weil es, ich meine, es kam im Dezember, kann man wirklich gar nichts. Also Dezember war wirklich der schlechteste Monat, was YouTube angeht. Ich meine, ich habe, glaube ich, einen Short gebracht, zweimal gestreamt, das war es aber auch. Und irgendwie komme ich dann am Ende nochmal dazu, warum es so wenig war. Es gab einige Gründe und ich wollte allgemein auch über meine Gedanken reden. Und ich habe mir das Video überlegt, dass ich es zum Beispiel als ein gewisser Teil aufteile. Ich rede es dann quasi über den Beginn, dann quasi auch allgemein, ich werde erstmal abarbeiten, was quasi YouTube-technisch so war. Also YouTube-technische, damit ihr erstmal das erfahren wollt, was ihr vielleicht wissen wollt. Dann werde ich mal auch mal ReLife ansprechen. Dann auf jeden Fall Dinge, die ich mitgenommen habe, die ich so gelernt habe, kann man ja sagen, weil quasi jedes Jahr bin ich ja quasi ein weiter. Und Dinge, die ich auf jeden Fall nächstes Jahr besser machen will. Dann will ich noch meine YouTube- und Twitch-Ziele nächstes Jahr machen. Dann noch etwas anderes, was ich noch ankündigen möchte. Und dann noch eben halt meine persönlichen Ziele nächstes Jahr. Weil ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, okay, ich weiß ja, dieses typische Vorsätze, aber ich sag mal so Ziele und ich versuche sie auf jeden Fall zu erreichen. Weil nächstes Jahr, habe ich mir vorgenommen, okay, nächstes Jahr wird das Jahr sein. Ich meine, dieses Jahr war bestimmt wirklich schon echt gut. Also ich muss allein schon sagen, dieses Jahr war wirklich das eines meiner, glaube ich, besten Jahre. Also wenn nicht das beste Jahr. Es gibt, glaube ich, kein Jahr, was vielleicht besser war, vielleicht außer 2017. Wobei 2017 war auf jeden Fall grenzwertig an manchen. Also 2017 ging es mir manchmal schlecht und manchmal richtig, richtig gut. Aber 2017 ist ja auch schon 6 Jahre her. Howdy. Die Zeit war jetzt ziemlich schnell. Beginne ich erstmal quasi YouTube-technisch. 2023, das war ein sehr interessantes Jahr. Also ich bin ja mit über 1000 Abonnenten jetzt mal ins Jahr gestartet. Und am Anfang habe ich noch gesagt, okay, jetzt hier noch YouTube durch. So, ich habe ja Zeit, ich bin ja viel zu Hause. Deswegen, ich war ja quasi am 1. noch im Urlaub. Oder bin am 1. quasi schon heimgekommen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was könnte ich jetzt machen? Ich habe mir gedacht, okay, könnte vielleicht einfach mal so ein erstes Video machen, wo ich quasi erkläre, warum ich jetzt Cartoon-Content mache. Ich weiß nicht, warum ich die Idee habe. Ich dachte so, hey, vielleicht fragen sich die Leute, okay, weil ich habe früher Let's Plays gemacht, dann Best-ofs. Wie kam ich jetzt eigentlich genau auf die Idee, jetzt Cartoon-Videos zu machen? Fand ich vielleicht so etwas interessant. Also, ich wollte generell so Videos bringen, die quasi mich mehr hervorheben. Also, meine Persönlichkeit mehr hervorheben. Oder mich halt... Wie soll ich es erklären? Ihr wisst, was ich meine, dass ich halt einfach mehr meine Persönlichkeit in den Vordergrund stelle und nicht nur halt, dass ich dieser Typ in über Cartoons redet. Ja, und dann kam, glaube ich, die gewisse Zeit. Das war ja so ein Video, was ich, glaube ich, schon seit, was ich wann geplant habe. Ich glaube, das Video habe ich bestimmt seit Monaten geplant. Generell ist es immer so, dass ich viele Videos teilweise Monate davor plane. Also so in dem, also es gibt manche Ideen, die entstehen spontan, muss ich sagen. Aber manche Videoideen habe ich schon Monate davor. Zum Beispiel auch das beste Spongebob-Spiel aller Zeiten. Da habe ich quasi über Battle for Bikini Bottom geredet. Und ich habe davor halt das ganze Gamecube-Spiel durchgespielt, die PC-Version angezockt, die BR-Version auf jeden Fall sehr bald gespielt. Und ich habe quasi wirklich in das ganze, also die ganzen Spiele, das sind ja glaube ich bestimmt 10 Stück oder so gewesen, mit den ganzen, oder ja auf jeden Fall 4 verschiedene Spiele mindestens. Wenn man die ganzen verschiedenen Versionen dazu zählt, aber wenn es mal ein Name ist. Und ich habe mir quasi Mühe gegeben, okay, wie ist das in die Spiel, passt das in die Geschichte rein, wie, was ist das für eine Beta, die Speedrun-Kategorie, ich habe mir das Spiel wirklich auseinandergenommen. Ich habe es versucht, soweit es geht, auseinanderzunehmen, weil ich wollte auch mal sowas machen, so ein richtig ausführliches Video. So ein richtig ausführliches Video, deswegen ging es auch um eine Stunde. Und ach du Heiliges, es war so eine scheiß Arbeit, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da drin saß. Also mindestens über 100 safe. 100, 200, 200 jetzt nicht, aber ich würde schon sagen, es grenzt schon über die 100 an, also safe, also ich sage immer, okay, 100 Stunden ist halt auf jeden Fall schon viel. Und dann habe ich angefangen, habe ich, weil ich glaube ich immer weniger Zeit hatte, immer halt so Kurzvideos zu machen, also was heißt, so in, also quasi Themenvideos. Zum Beispiel habe ich auch quasi über Animationskurzfilme geredet, weil ich möchte ja quasi auch das Thema Animation behandeln. Und da habe ich ja zum Beispiel auch erklärt, warum ich das Potenzial von Animationskurzfilmen so gut finde und warum die allgemein mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Ich fand das Thema an sich halt interessant so und ich habe halt einige kurz mal gesehen und so, hey, die haben eigentlich schon was und ich habe mal so erklärt so in meinen Worten, so mit meinen Themen so, okay, warum haben die mir Aufmerksamkeit verdient? Und dann eben hat es zum Beispiel auch noch, hat eine Pikmin-Serie Potenzial, ja. Ich meine, ich bin ja allgemein als dieser Pikmin-Typ bekannt, dazu komme ich auch später noch, weil Pikmin ist halt irgendwie so, es ist allgemein mein erstes Let's Play, was ich gestartet habe und das schon vor fast 12 Jahren. Ja, und deswegen verbinde ich generell auch viel mit Pikmin. Das ist irgendwie so...
Eigentlich wollte ich auch viel mehr Pikmin spielen, aber dann ist so eine andere Sache. Und ich habe mir überlegt, okay, wäre so eine Pikmin-Serie sinnvoll? Ich habe dabei einfach extra so einen Hintergrund, so einen Fernseher gezeichnet mit Pikmin, mit Schnappern im Hintergrund, mit so einem Punkt, was auf mich runterklotzt, die ganzen Pikmin links und rechts. Ich mag die Idee von meinem Farbenpin. Also, mein Farbenpin ist richtig cool. Also generell, ich bin so allgemein so ein Fan von gezeichneten Thumbnails, also das habe ich auch nächstes Jahr oft beibehalten, weil ich es ja nur für eine kurze Zeit beibehalten. Richtig interessant, da mal ein bisschen mal zu überlegen, okay, weil es gab ja so eine Pikmin-Serie, egal, ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich, glaube ich, auch ein bisschen gestreamt, ich muss mal schauen, ich habe zum Anfang des Jahres vielleicht ein, zwei Talkshows gemacht, ich habe eine Talkshow gemacht mit Rafael, sehr korrekter Typ. Und habe ich noch quasi zwei Streams mit Cosmic Shake gemacht. Also ich glaube, ich zweimal fast 5 Stunden Cosmic Shake gespielt. Da bin ich, glaube ich, extra... Wollte ich sogar früher von der Arbeit gehen, was nicht ganz geklappt hat. Waren auf jeden Fall so coole Streams. Vor allem der erste ging halt übelst ab. Muss ich auch ehrlich gesagt sagen. Cartoon Tio spielt SpongeBob Cosmic Shake. Weil SpongeBob der Cosmic Shake war sowieso das Spiel, was ich irgendwie so 2020 behandelt habe. So als Trailer. Okay, was könnte vorkommen? Und dass es halt endlich draußen ist. War schon cool. Und vor allem, ich habe mir auch beim Thumbnail viel Mühe gegeben, dass ich quasi das Thumbnail selbst gezeichnet habe. Und ich mag sowas. Das Thumbnail selbst gezeichnet, so mit Rika und SpongeBob. Es war schon sehr cool, muss ich sagen. Es war schon wirklich cool. Allgemein, ich hatte ja sowieso generell diese Streaming-Pause. Also, ich habe eigentlich fast das halbe Jahr fast gar nicht gesehen. Es gab vielleicht 2, 3 Streams, die ich gemacht habe. Aber sonst war ich generell eher weniger aktiv. Dann habe ich ja quasi das Video gemacht zum Cosmic Shake. Das hat auch wieder Wochen gedauert. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt genau dran saß. An dem Cosmic Shake Video, ich glaube, bestimmt 2 Wochen mindestens. Ich dachte mal, das geht schneller. Ich vergesse immer, wie lange es eigentlich dauert. Auch wenn es nur. Ich tue ja teilweise nur die Gameplay-Sequenzen rausschneiden. Und ich weiß, es zieht sich halt immer so. Und dann habe ich überlegt, okay, kann man so ein kurzes Video machen. Deswegen habe ich die Begriffe der Animationsserien gemacht. Also quasi, ich habe einfach so die wichtigsten Begriffe kurz erklärt und es quasi in einem Video zusammengepackt. Es ist eine schlichte Idee. Also ich dachte, ich möchte mal so ein Grundgerüst erstellen, dass ich mal sage, okay, das ist genau das, dann gibt es das hier, das, was sind die wichtigsten Begriffe zum Beispiel, dass ich einfach so erkläre. Das ist ein Erklärvideo. Genau deswegen habe ich auch Rika gezeichnet, quasi wie sie den Finger nach oben zeigt mit der Brille und dem Schulbuch, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich jetzt Rocket und ich hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wann ich den Cartoon gesehen habe, ich glaube kurz davor. Aber Rocket und ich ist auch so eine Kindheitsserie, ich verbinde halt sehr viel mit der. Wir haben so, hey, es passt halt so gut so. Es war auch der Cartoon, der auf dem falschen Sender lief, weil ich fand halt, die Serie war halt wirklich lustig. Also ich habe mich gefragt, warum sie auf Kika lief. Es hätte auch locker auf Nickelodeon gepasst. Also es war halt so ein cooler Humor, muss man sagen. Es war halt was anderes als es heutzutage. Aber egal. Dann habe ich noch die Faszination von Animation hochgeladen. Also wo ich darüber geredet habe, was generell die Leute daran faszinieren könnte, so quasi an die bewegten Bilder. Das, ja, war relativ solide. Ist halt etwas oberflächliches Thema, muss man auch dazu sagen. Dann noch habe ich, habe ich ein Video gemacht zum neuen Sandy-Film. Das habe ich auch sehr schnell gemacht. Da habe ich einfach, okay. Ein neues Sandy-Spin-Off-Film, Sandy Cheeks sollte rauskommen. Und ich habe einfach gesagt, okay, was sind meine Gedanken, was sind die Informationen, hast du einfach geteilt so. Wobei ich auch ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich jetzt sowas in der Zukunft machen werde. Weil so diese kleinen Videos, okay, die können einen vielleicht pushen so, weil es aktuell ist, aber ich weiß, ich fühle es halt gar nicht, passt weniger. Zum Kanal. Es passt schon, aber. Ich möchte lieber so komplette Videos machen. Sowas will ich halt mehr, aber es halt viel, viel mehr Arbeit. Und dann habe ich auch ein Video gemacht, was ich auch schon länger mal machen wollte. Und zwar, das kam, glaube ich, ein bisschen später raus, weil ich glaube, es kam im Mai raus, so Ende Mai oder so, Ende April, Anfang Mai. Und dann kam quasi die einzigartige Biografie des Bohlen raus, also von Dieter Bohlen. Und was irgendwie interessant war, das lustigerweise, es gab auch einen anderen YouTuber, der einfach denselben Film, glaube ich, 1, 2 Wochen später behandelt hat. Und hat leider auch viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als ich. Und mir auch dachte, okay, irgendwie gehört mir der YouTube-Algorithmus halt gar nicht. Also ich habe halt nachher noch einige Aufrufe bekommen und auch einige Abonnenten dazu. Und übrigens halt alle herzlich willkommen. Es war auf jeden Fall sehr weird. Ich habe das gesehen, es war, glaube ich, auch der Fantasy Basel. Das werde ich auch noch später erzählen. Und ja, dann habe ich halt, glaube ich, ein bisschen alles hinausgezögert. So, es gab halt diese Sommerlehre, wo ich, glaube ich, irgendwie ab und zu einmal ein einziges Video arbeiten konnte. Es war Brauchkraft Defaults eine Fortsetzung. Und es war quasi... Die Staffel und jetzt zu Staffel 2 von Gravity Falls, das habe ich dann gemacht. Weil ich wollte es ja nicht schon längst letztes Jahr machen, ich wollte viele Videos letztes Jahr machen. Und ja, aufgrund dieser Sommermisere, würde ich schon sagen, kam erstmal mein Twitch-Comeback tatsächlich. Also ich habe gesagt, ich werde auf Twitch zurückkehren, ich glaube es war sogar am 3. oder 4. Juli, weil Pikmin 4 rauskam. Also ich wollte noch vor Pikmin 4 alle Pikmin-Teile durchspielen und ich habe halt Pikmin 1 und 3 Jahre alt richtig gewascht und Pikmin 2 habe ich auch sehr schnell gespielt. Und es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Ich meine, es lief jetzt nicht so gut auf Twitch. Generell, Twitch läuft wirklich miserabel, wenn ich ehrlich bin. Also
Man könnte sich besser vorstellen, aber ich weiß, man soll es nur noch Spaß machen, aber es sind einen schon mit, wenn man zum Beispiel jetzt kaum noch Zuschauer hat, so irgendwie so stundenlang allein im Chat ist, jemand mit einem schreibt, niemand irgendwie interagiert. Ich kann es mittlerweile verstehen, dass man zum Beispiel jetzt irgendwie andere Dinge macht, so, weil dauerhaft nur Stream schauen ist halt, finde ich persönlich halt auch langweilig, ich kann auch nie wirklich lang bei einem Stream sein, vor allem halt nichts nebenher machen, also ich kann halt laufen lassen, ich lasse halt viele nebenher laufen. Ich versuche halt immer noch so gewisse, viele Leute zu supporten, also ich bin immer noch, hey, wir sind alle... Wir sind quasi alle ein Team, wir halten alle zusammen, wobei dieses Denken, glaube ich, eher nur von mir ausgeht, weil als von anderen merkst du was gar nicht. Auf jeden Fall, die Streaming-Zeit war auf jeden Fall sehr cool. Ich habe mich viel mehr auf Streaming fokussiert, deswegen konnte ich nicht an Videos arbeiten. Aber dann kam mein Hotel Second Cody-Video. Ja, ich habe ein Video zu dem Hotel Second Cody-Spiel gemacht. Ein Spiel, welches ich in meiner Kindheit gespielt habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt durchgespielt hatte damals als Kind. Ich glaube, ich habe niemals den Endboss besiegt. Der Endboss ist sowieso ziemlich weird. Also vor allem das Spiel habe ich, glaube ich, auch angefangen, wo ich im Mai war. Also ich habe teilweise Spiele ziemlich früh angefangen, irgendwie 2 Monate gebraucht, die zu spielen. Dann habe ich die durchgespielt und kam ins Video. Crazy. Und was dann auch kam, war Disney Illusion Island. Also quasi Metroidvania von Disney. Um das mal auszudrücken. Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Ich habe es nicht 100% gespielt so. Aber an sich, das Spiel habe ich durchgespielt im Stream. Aber ich hatte beim Stream halt Probleme, weil, keine Ahnung, irgendwie der Chat nicht ganz funktionieren wollte. Das war das Problem. Ja, das war sehr mies. Dann habe ich ein Video gemacht, wo ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie lange ich dafür gebraucht habe. Und dann war es, glaube ich, schon August, das war dann die Gamescom-Woche, da wollte ich ja noch unbedingt mein Weekenders-Video machen, also die meiste des Wochenendes. Und das sind die Wochenend-Kids. Ja, ich habe Wochenend-Kids tatsächlich, glaube ich, schon im April, Mai gesehen, deswegen muss ich danach kurz noch. Ich habe es, glaube ich, wirklich so in doppelter Geschwindigkeit angeschaut und währenddessen gezeichnet. Das ist so, sah es ungefähr aus bei mir. Und es war, glaube ich, August. Das kam, glaube ich, Ende August raus. Und dann war es schon September. Ich glaube, 1-2 Wochen habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Ich weiß, was habe ich da genau gemacht? Ich glaube, ich habe an Staffel 3 Ranking gearbeitet. Oh Gott, dazu komme ich auch noch gleich. Aber erstmal komme ich auf September zu sprechen, nämlich da war auf die Gala Convention. Und ich dachte mir so, also eine My Little Pony Fan Convention. Und ich dachte mir so, hey, eigentlich passt das ziemlich gut, wenn ich einfach zu der Convention ein eigenes Video mache, weil es ist eher eine Cartoon-Serie. Und es passt einfach auch, es ist immer was anderes. Ich wollte nicht nur Serien zeigen, sondern auch quasi, was zu Serien gemacht wird. Und das fand ich generell so faszinierend. Auch wenn ich da ein paar Leute getroffen habe, die guten René oder Token Pegasus. Grüße gehen raus, was du sehen sollst. Auf jeden Fall richtig cooles Wochenende. Dann hatte ich noch ein Maskottchen-Video geplant. Das hatte ich auch schon ewig geplant. Also ein Video über Maskottchen, wo ich einfach mal einfach Maskottchen rede. Einfach mal über Maskottchen, weil ich möchte auch irgendwie mehr in verschiedene Richtungen gehen. Ich meine, so Maskottchen, da kann man auch so viel noch drüber machen und ich fand auch generell so, dass sie noch teilweise animiert, so, weil, wenn ich ehrlich bin, ich will halt nicht nur ohne die Cartoon-Schiene von, also nicht über Cartoon-Serien reden, sondern generell über alle verschiedenen Themenbereiche. Ich habe auch schon mal überlegt, zum Beispiel, was ich neulich für eine Idee hatte, war ein Video über Bauchredner. Ich weiß nicht, warum so Bauchredner ist ja auch, wenn man es so nennen kann, Animation, aber ihr wisst, was ich meine. Dass ich mich jetzt nicht nur sagen, okay, ich muss Serien schauen, sondern auch mal über andere Dinge Videos mache. Und dann kam ja nicht nach ziemlich, ich glaube, bestimmt über einem Jahr, mein SpongeBob Staffel 3 Rank. Und das Lustige ist, ich habe mal, bevor es rauskam, glaube ich, mal auf meinen Watchtime geschaut und ich hatte einfach mal, glaube ich, 3,4000 Stunden Watchtime. Und es war zu der Zeit so, wurden meine SpongeBob Staffel 1 und 2 Ranking halt so oft aufgerufen, dass und so oft lange geschaut, weil die auch lang sind, deswegen habe ich halt einfach die 4000 Stunden Watchtime einfach so bekommen. Wisst ihr, das ist so weird, so ich habe einfach die 4000 Stunden Watchtime bekommen. Vor allem, wenn ich bedenke, dieses Jahr war das bisher eines der schlechtesten. Also von der Aktivität her auf eines der schlechtesten, muss ich sagen, eines der schlechtesten YouTube-Jahre. Und ich finde es halt krass, dass einfach in diesem Jahr ich diese Watchtime vollbekommen habe. Das hätte ich halt nie erwartet, so es war, keine Ahnung. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, so, oh mein Gott, ich habe es bald geschafft, so. Und dann habe ich es, glaube ich, auch bevor das im Staffel 3 Video rauskommt, also die Monetarisierung aktiviert, also ich konnte halt Partner werden und so, oh mein Gott, das ist wie geil. Ich habe es lustigerweise eingereicht und ich glaube nicht mal einen halben Tag später, ich glaube nicht mal wenige Stunden später hatte ich schon die Partnerschaft. Und da habe ich, glaube ich, einfach so das Bild gepostet, ich habe quasi einen Screenshot gemacht vom Partner-Ding, habe es einfach auf Twitter geteilt und habe einfach so 50 Likes bekommen. Das ist crazy. Und es ist so nett, wenn man sagt, boah, so verdient, so, du hast so verdient, so jahrelang gibst du die Mühe und die gibst niemals auf. Generell sind halt so Worte, die nehmen einen schon mit. Wenn man sagt, boah, du hast endlich mal geschafft, so. Ich meine, ich freue mich auch. Auch wenn es halt ziemlich lange gedauert hat, bin ich ehrlich. Aber naja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut und es war irgendwie so. Ich will jetzt nicht genau verraten, was ich verdient habe, aber auf jeden Fall war es auf jeden Fall schon ziemlich gut zu dem Zeitpunkt. Und es hat mich halt so motiviert. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die ganze Zeit mit Geld verdient habe.
Es war jetzt halt, es waren keine Millionen, aber mehr, viel, 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 viel mehr als sonst. Das hat mich schon motiviert, okay, jetzt kann ich weitermachen. Ich habe dann so viel Zeit investiert in neue Videos. Zum Beispiel auch in Alice im Wunderland-Video, da habe ich das DS-Spiel durchgespielt. Zu Alice im Wunderland, was ich mir auch mal gekauft habe, einfach spontan, weil ich fand es interessant vom Arzt her. Und dann habe ich ja quasi auch ein Video zu McDonald's gemacht. Also es gab ja dieses Maskottchen-Video, da habe ich auch bei McDonald's geredet, über Ronald McDonald. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich könnte auch zu Ronald McDonald über die Serie einfach ein eigenes Video machen. Weil, mittlerweile ist leider entmonetarisiert, aber ich fand generell die Idee voll cool, dass man einfach zu Ronald McDonald ein eigenes Video macht. Oder dass es dazu eine eigene Cartoon-Serie gibt, die halt 6 Episoden hatte. Aber keine Ahnung. Genau solche Ideen, ich mag solche random Ideen. Genau wie die Geschichte Animatronics, da wo ich einfach, das war auch so eine spontane Idee. Ich wollte nicht das eine Video machen, also ich wollte schon machen, nur irgendwie. Weiß ich, manchmal verkriegt mir die Lust auf die Videos sehr extrem. Deswegen, also um gerade klein zu sprechen. Und dann Johnnys Zeichenwettbewerb. Das war jetzt generell so ein Gedanke, den ich schon länger mal hatte, so einfach mal so einen Zeichenwettbewerb zu machen und schauen, okay, wie es funktioniert. Wie läuft es so, wie mache ich das? Also habe ich gedacht, okay, mach einen Zeichenwettbewerb und sag, hey, zeichnet Rika. Also mein OC Rika. Und genau das haben die Leute gemacht. Ich habe, glaube ich, 20 Einsendungen circa erhalten. Ich habe, glaube ich, den Leuten 4 Wochen Zeit gegeben. Ich habe sie immer noch wieder daran erinnert. Und ja, ich bin sehr einigermaßen zufrieden mit den Einsendungen. Die waren wirklich teilweise ziemlich, ziemlich gut. Also, und nochmal Dank an jeden, der eingereicht hat. Auch wenn die Beurteilung jetzt nicht ganz so gut lief, aber ist eine andere Sache. Und dann kam auch noch mein Weihnachtsmann und Koka-G-Ranking raus. Also es kamen mir halt alle Weihnachtsmann und Koka-G-Folgen. Ich habe mir alle mal angeschaut und quasi alle gerankt. Von der besten zur schlechtesten, also meiner Meinung nach. Und oh Gott, es hat lange gedauert. Also vor allem, ich habe immer gesagt, okay, bring's bevor der also vor dem 24. November raus. Und das Problem war, ich glaube, ich saß den ganzen Samstag am nächsten Tag, also nach meiner Weihnachtsfeier darauf. Und ich weiß nicht, ich habe so viele Rennerprobleme gehabt. Ich wusste nicht, wie ich es rennen soll, aber es ist immer abgestürzt. Immer ist es abgestürzt. Ich muss mich dann für jemanden helfen lassen, damit es funktioniert. Ohne Witz, ich glaube, es war das Video, wo ich am längsten gebraucht habe, es zu rendern. Also bestimmt, das heißt, bestimmt 20, 30 Stunden dran, um es zu rendern ungefähr. Also mindestens 20 Stunden. Circa. Alter, das hat mich ein bisschen demotiviert, muss ich sagen. Das hat mich etwas demotiviert. Also ich hatte nach diesem Push, dass ich quasi ein Partner bin, eine gewisse Motivation gehabt. Deswegen habe ich auch weitergemacht. Und ich habe auch wieder angefangen, Talkshows zu machen. Nur Problem bei Talkshows ist, dass eine gewisse Leute irgendwie mir nicht geantwortet haben oder wir nicht uns auf einen Termin einigen konnten. Und das fand ich ziemlich asozial, wenn man mir nicht mal antworten kann. So, ich schreibe den Leuten an, so, ja, hast du Zeit oder sowas. Und ich bekomme keine Antwort. Und das ist halt, ehrlich gesagt, sehr nervig. Wenn ich einfach gewisse Leute frage, die Lust haben, also ich glaube, die müssen auch, die müssen nämlich eigentlich kennen, und ich dann keine Antwort bekomme. Es ist dann ziemlich nervig, da will man sich sowas organisieren und dann, es ist halt nervig, wenn man sich von anderen abhängig wird. Deswegen habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal angefangen, hey, ich kann ja auch einfach eigene Streams machen, zum Beispiel einfach Tierlist-Streams. Da habe ich angefangen, einfach allein eins zu machen, da habe ich einfach mir eine random Tierlist rausgesucht, die mit Cartoon zu tun hat. Und ja, das war sehr interessant, weil es sind sehr komische Tierlist, muss man sagen, aber hey, die Idee fand ich ganz cool. Und dann dachte ich mir so, hey, ich mache es eben mit dem mit dem Gast zusammen, natürlich guten Colinorino, der auch dabei sein durfte. Und das ist eigentlich auch ganz cool, mit dem zu reden. Und währenddessen ein bisschen die Tierlist einzusortieren. Das war generell so bei Kindheitsserien, die man schon eher kannte. Aber ich glaube, das war auch das Letzte, was man für mich gehört hat, ne? Danach will ich irgendwie, sagen wir es so, ich war nicht verschwunden. Ich habe mich halt schon gemeldet. Ich habe halt immer noch einen Short gemacht über Weihnachtsmann und Kurkaki. Ich wollte noch 2 Shorts machen, aber beim anderen war ich mir noch sehr unsicher. Eigentlich wollte ich noch viel mehr Content bringen. Also ich habe mindestens 4-5 Videos geplant diesen Monat. Aber wir wissen ja alles, was raus geworden ist. Also verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich komme jetzt auf den Dezember zu sprechen, warum ich jetzt auch so wie. Ich habe an einem Video gearbeitet, an einem großen Franchise-Analyse-Video. Ich habe das Skript überarbeitet, ich habe es eingesprochen. Nur das Problem war, weiß ich, irgendwie, es war ein bisschen, ich hatte irgendwie nicht die Motivation. Ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, okay, ich möchte mich nicht zwingen dazu, also habe ich irgendwas anderes gemacht. Und es kam immer dazu, dass ich irgendwas anderes gemacht habe. Ja, wollte ich einfach das an dem Video arbeiten, dann hatte ich darauf keinen Bock. Es war irgendwie so, ich weiß, Dezember ist der Monat, wo man am meisten reinhasseln sollte. Aber ich hatte irgendwie Demotivation. Ich weiß nicht warum, ich war auch teilweise weg. Also ich war nicht immer da. Aber diese Demotivation, vor allem nach der Arbeit, ich muss auch noch bedenken, ich arbeite nebenher noch ziemlich lange. Also ich bin bis 18 Uhr weg. Boah, das nervt, wie man so lange halt das schon alles macht. Und irgendwie, man ist halt jetzt im Arbeitsleben, Und ist alles zu koordinieren. Vor allem nächstes Jahr wird es auch los. Deswegen kam auch teilweise nichts, weil ich andere Dinge gemacht habe. Ich weiß nicht, ob mir da jemand böse ist. Ich weiß nicht. Also ich persönlich muss sagen, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, okay, Video kann doch nicht kommen. Gab Probleme, dies und das. So, ich fühle mich halt immer schlecht, wenn ich sage, okay, jetzt möchte ich weitermachen, jetzt möchte ich hier was machen. Und dann kommt es nicht. Ich fühle mich da immer so richtig mies. Also ich weiß nicht, ob es jeden so geht, aber ich fühle mich so schlecht, wenn ich sage, wenn ich so inaktiv bin, wenn ich halt kaum was bringe. Ich meine, ja, ich habe einen Zeichenwettbewerb gemacht, so, aber ich habe gleich nur 3 Talkshows gemacht, fällt mir auf, nur 3 einzige Talkshows. Finde ich ein bisschen schade. Ja, aber sonst war eigentlich alles so.
YouTube-technisch ist leider nicht so viel passiert außerhalb der Partnerschaft. Ich habe auch quasi innerhalb von, glaube ich, ein, zwei Wochen auch direkt die ganzen Badges gemacht. Also, ich weiß nicht, ob viele mitbekommen haben, bei mir kann man Mitgliedschaft machen. Aber ich dachte mir so, hey, ich mache einfach mal Abzeichen. Ich habe mir überlegt, bei den Abzeichen, dass ich einfach quasi von den Cartoons quasi zurückgehe, also quasi von modernen, von Gravity Falls, glaube ich, dann bis zum altmodischen. Und dann quasi einfach, dass ich einfach schlichte Emotionen auszugehen, ne, zeige dann als Emotes. Also natürlich wieder mit Rika, man kennt's. Ach, warte mal, was ich noch kurz erwähnt. Ich glaube, was ich noch gar nicht erwähnt habe, nämlich mein 11-Jahre-Special. Eigentlich wollte ich was anderes machen, da ich da zu der Zeit kaum Zeit hatte, damit so, hey, komm. Ich nehme einfach mal so eine Art Podcast auf, so eine Art, wo ich einfach noch rede. Und da habe ich quasi darüber geredet, so was meine aktuellen Gedanken zu YouTube sind, da habe ich, glaube ich, gesagt, okay, ich kann das nicht aufhören oder so in die Richtung und warum ich generell so inaktiv war, warum hier so wenig kam und wie ich mittlerweile zu YouTube stehe, das war interessant. Also mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich Meinung teile, es ist sowieso so eine Sache. Also ich will jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass ich irgendwie aufhören werde, aber das Problem ist, ich meine, ich merke es selber an mir, also mir gehen nicht die Ideen aus, sondern eher die Motivation, die Lust dazu. Die Lust, die Motivation geht mir in Flöten. Dann gibt es Dinge, wo ich irgendwie an was anderes arbeiten möchte. Dann irgendwie, ich weiß. Ich glaube, ich sag alles am Ende. Ich sag alles am Ende einfach mal, weil ich rede sowieso ziemlich wird. Also sorry, falls ich gerade so wieder rede. Warte mal, ich habe ja als nächsten Punkt, glaube ich, mein Real Life aufgeschrieben. Ja, mein Real Life, das reale Leben. Ich habe es mir Real Life auf jeden Fall in den Vordergrund gestellt. Es gab eine Person, die gesagt hat, okay, man soll das Real Life am besten in den Vordergrund stellen. Das habe ich dann auf jeden Fall aktiver gemacht und so habe ich zum Beispiel jetzt auch angefangen, ja, bewusster zu leben, also quasi mehr essen zu gehen, mehr Leute zu treffen und das Jahr fing quasi an, dass ich halt quasi zu Hause noch war, im Winter kann man da nicht so viel machen. Ich habe mich halt ab und zu mal mit ein, zwei Personen getroffen, also meist mit Tante Yu, ich glaube, den werde ich öfter noch erwähnen und dann hatte ich auch, glaube ich, ziemliche Zahnprobleme. Also ich hatte übelste Zahnprobleme, weil meine Weisheitszähne, die wollten raus, die haben so gegen meine Zähne gedrückt, dass die einfach raus mussten. Und mir wurde halt ein Termin gegeben, so einmal musste ich warten, musste ich halt wieder raus und ich hatte so Panik vor diesem Termin. Auf jeden Fall war so eine Zeit, da hatte ich eine Zeit lang Ruhe, da habe ich, glaube ich, ziemlich viel Mario Kart gespielt eigentlich. Also ich habe dieses Jahr sehr viel Mario Kart gespielt, mehr als ich eigentlich sollte. Und das hatte ich vor allem, nachdem die Operation gelegen ist, also ich habe ehrlich gesagt nichts gespürt und die Schmerzen waren auch nicht da. Also mein Mountainfakt habe ich noch 20 Stunden danach noch taub. Also 20 Stunden danach konnte ich halt nichts mehr essen. Es löst sich langsam, aber die Schmerzen hatte ich auch nicht. Ich wusste, okay, die haben irgendwas gemacht, so ich habe was gefühlt, aber Schmerzen war nicht da. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Und ja, dann war ich zum Beispiel auch mal Bowling. Da war ich auch mal Bowling spielen, dann war ich auch mal Pizza essen. Winter sah genauso aus. Also ich gehe meine ganzen Bilder durch, nur um mal festzustellen. Genau, da habe ich auch angefangen zum Beispiel meine ganzen Sachen zu verkaufen, zu verschenken. Und das habe ich auch letztes Jahr schon gemacht, dass ich wirklich mal überlegt habe, okay, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ich habe so viele Spiele verkauft, so viele Mangas verschenkt oder verkauft, verschenkt, Blüschtiere verschenkt. So Zeug, wo ich weiß, okay, es wird eh nur rumliegen bei mir. Und deswegen dachte ich so, hey, ich mache lieber anderen eine Freude und schenke es denen einfach. Ich habe so viele Regale leer gemacht, das glaubt ihr gar nicht. Ich hatte einige Zeichnungen da wieder voll, das ist ein anderes Thema. Da war ich noch bei Magus ab und zu mal, da war ich noch öfter mal, habe ich noch mit anderen Leuten gechillt. Dann gab es so gewisse coole Momente. Also es gab so kleine Momente, 2 Monate war relativ wenig los, muss ich sagen, halt, ich habe viel YouTube gemacht. Und dann kam halt, mein Treffen, da bin ich zum ersten Mal eine Person getroffen, die zum ersten Mal treffe. Und die ist extra wegen mir, glaube ich, 2-3 Stunden gefahren, und zwar der gute Miss Taku oder Taku. Und es war auf jeden Fall sehr cool. Wir haben uns getroffen in der Stadt, so in der Nähe, und wir haben nur wenig Stunden gehabt, so, aber es war richtig cool, so. Es war einfach mal so eine Person, zu treffen. Und ich muss sagen, ich bin Taku schon einiges dankbar. Also, er kam immer wie so ein herzensguter Mensch rüber. Und ich war wirklich froh, ihn kennengelernt zu haben. Und dass ich auch mal Real Life kennenlernen durfte. Also, falls du es sehen wirst, Grüße an dich. Und oh, ich weiß, ich bin immer so schüchtern, die Leute anzuschreiben und zu fragen. Ich weiß nicht warum. Weil wenn es so Leute ist, die ich nicht so gut im Kontakt habe. Ja, und dann beginnt quasi die Wochenendzeit. Also, waren immer die Wochenende, wo ich immer einmal in der Wochenende weg war. Also, ich glaube, es war eben so Ende Februar. Gab es, glaube ich, kein Wochenende, so kein richtiges Wochenende, wo ich nur zu Hause war. Denn ich am nächsten Wochenende gab es quasi ein Treffen mit meinem Vater, sag ich jetzt mal. Und wir haben uns halt in meiner Heimatstadt getroffen, so ein bisschen rumgelaufen. So. Es war jetzt auch nicht so lang, es war ein halber Tag halt. Es war halt so cool, so keine Ahnung, man freut sich halt immer sehr drauf und dass man halt einfach reden kann, so. So diese gemeinsame Zeit ist sehr gut und das genieße ich auch wirklich. Ich meine, ich mache auch immer ich habe sehr viele Bilder gemacht, um die schönen Momente festzuhalten. Ich weiß nicht, ob es jemanden interessiert, die können ja mal vorspulen, so, aber ich erzähle jetzt einfach meine Seele, weil ich möchte dann offen zu euch sein und euch von meinem Leben ein bisschen teilhaben lassen, also ohne jetzt mal private Daten zu leaken. Und wir sind dann sogar wandern gegangen, quasi dem einen Schloss, wo ich schon immer wieder mal hoch wollte. Und ja, dann kam das Wochenende, wo ich den M-Key besucht habe zum zweiten Mal. Den guten Michi, den M-Key. Und es war sehr cool, ich habe ein bisschen geholfen bei seinem Projekt, so. Wir haben ein bisschen gespielt. Mario Kart, auch wenn ich ehrlich gesagt am Ende beim Stream halt so müde war. Ich wollte, glaube ich, nur noch schlafen gehen.
Es war sehr cool, wir haben ein bisschen was von der Gegend gesehen, haben Einkaufscenter besucht, haben die Tabulen gesehen. Ach, es war sehr cool. Also, es war auch ein sehr cooles Wochenende. Aber ich muss auch sagen, wenn man so eine Person zum ersten Mal sieht, dann zum zweiten Mal sieht, es ist ein anderes Gefühl, wenn man die Person nochmal sieht, als beim ersten Mal. Ich weiß nicht, ob es da auch so vorkommt, aber mittlerweile habe ich auch nicht mehr so die Angst, so, okay, ich treffe jetzt Leute aus dem Internet, oh Gott, sondern oh hey, ich treffe die Person. Ich glaube, dieses Jahr habe ich, sehr viele getroffen zum ersten Mal. Ja, und dann kam es soweit. Warst du schon da? Genau, dann kam es so, dass ich quasi den guten Raki mit E getroffen habe. Wir haben gesagt, okay, wir schauen das mal das Augsburger Puppenmuseum an, weil ich meine, Augsburger Puppenkiste ist einfach Liebe. Auch wenn ich sie früher gesagt nie verfolgt habe und davor ein bisschen geschaut habe. Augsburger Puppenkiste war wirklich sehr interessant. Wir haben uns halt in der Nähe getroffen, mal kurz essen, haben halt am Ende noch gestreamt des Tages. Am nächsten Tag sind wir noch zum Ding gegangen, quasi zum nach Augsburg gefahren, haben da alles erkundet. Auch wenn da die ein oder anderen Insider entstanden sind, die ich ungern hören möchte. Ich will jetzt nicht genau sagen, was, aber ich vergesse die auf den Sack. Wenn mir immer wieder was irgendwas noch nachgesagt wurde, was ich einmal gesagt habe und es ungewollt eher. Ich habe noch gesehen, wie ein bisschen gewandert, ich habe ein bisschen was erzählt, so. Ein bisschen Dinge, die kaum Leute wissen, aber bald wahrscheinlich viele wissen werden. Und es war auf jeden Fall eines der coolsten Wochenenden dieses Jahr. Also ich glaube, es war eines meiner Highlight-Wochenenden, ich weiß nicht warum. Ich meine vor allem, wir haben nur eine Gegend gechillt, wo ich in der Nähe, wo ich halt schon mal war. Das war halt sehr cool. Vor allem das Augsburger Puppenmuseum war auch ziemlich cool und interessant so. Generell mal die Geschichte. Ich liebe generell so die Animationsgeschichte so und auch Serien so. Sowas reizt mich solche. Sowas gehe ich gerne. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr bestimmt mehrere Museen besucht. Ich habe mich auch verewigt, da gibt es ja auch so ein Buch, wo man reinschreiben konnte. Da habe ich einfach meinen Charakter gezeichnet. So, Johnny war hier, tolles Museum. Und natürlich habe ich Rika gezeichnet. Es muss ja so sein. Ja, es war auf jeden Fall sehr cool. Es war sehr schmackotastisch. Ich habe viele, ich glaube, ich war 5-6 Mal essen. Also, Essen habe ich da echt. Ja, eine Woche darauf, ich glaube, das war sogar in der nächsten Woche, habe ich endlich meinen Staplerschein gemacht. Und es war nicht mal cool. So, es waren mal 2 Tage mal. Und wir haben sogar Essen bekommen, so Mozzarella-Ravioli. Die waren sau lecker, muss ich sagen. Und am nächsten Tag habe ich noch im Kino mit dem guten Herr Scorbunny, Johnny Scorbunny, den ich öfter mal gesehen habe in letzter Zeit. Also generell, ich sehe den halt ziemlich oft. Und ich bin froh, dass es sich so entwickelt hat. Ich muss Ihnen sagen, ich bin auch einiges dankbar. Genau, dann war ich in München, da habe ich ein paar Leute getroffen. Wir haben ein bisschen den Tag verbracht, waren Escape Room, haben da ein bisschen was gesehen, haben immer ein Konzert beobachtet. Und so habe ich den guten Pwani und Aliaria getroffen oder Eva. Es war auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Generell, ich mag einfach so Zeit miteinander zu verbringen. Auch wenn ich ehrlich gesagt, ich weiß, ob es jemals wieder stattfinden wird, so in der Konstellation aus gewissen Gründen. Aber ja, also ich habe das Wochenende echt genossen. Es gab schöne Momente. Es gab auch lustige Momente mit den ganzen Fahrrädern. Und ja, dann kam, glaube ich, das Wochenende, wo ich, glaube ich, mal nichts zu tun hatte. Habe ich einfach andere Leute gefragt, ob die was machen. Da war ich mal, habe ich 2-3 Mal Leute besucht, so ein bisschen Zeit verbracht. War ich auf Flohmarkt? Ja, auf Flohmarkt war ich auch. Ja, es ist halt ein nettes kleines Wochenende gewesen am Ende. Ja, und dann kam schon direkt danach dieses Wochenende, das war sogar schon am Freitag, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte wieder JB sehen. Also ich habe mit JB halt 4-5 Tage verbracht, bin halt zu ihm hingefahren und wir haben halt sehr viel erlebt, muss ich sagen. Davor will ich noch kurz essen mit meinen Eltern, ist ja auch sehr cool zum Geburtstag. Und wir haben so viel gesehen, wir waren in den Niederlanden, das war halt sehr cool zu sehen. Dann waren wir auch irgendwie in der Gegend, haben irgendwelche Häuser erkundet, dann haben wir auch noch kleine Bereiche erkundet, dann waren wir noch in der Stadt unterwegs, dann waren wir essen, waren wir am See und haben noch eine richtig geile Nachtwanderung gemacht. Also wir waren auf jeden Fall in einem sehr coolen See mit sehr coolen Sehenswürdigkeiten. Und danach hatten wir eine Nachtwanderung gemacht und diese Nachtwanderung, die war halt so cool. Also es war eine der coolsten Nachtwanderungen, die ich jemals hatte. Es war halt arschkalt, wir haben uns den Arsch abgefroren, aber es war einfach so eine coole Erfahrung, einfach so wirklich 2-3 Stunden in den Berg hoch zu wandern, so mitten in der Nacht. Und vor allem, wenn irgendwelche Tiergeräusche kommen, dann so, oh Gott. Ich hatte dann so einen Schiss, wenn solche Tiergeräusche irgendwie kommen oder, oh. Ja. Dann bin ich zurückgefahren und dann habe ich zwischendurch kurz was bei Nordsee gegessen. Ich habe hier ein Bild, deswegen erwähne ich es kurz. Und dann kam auch die Zeit, wo ich Dinge eingereicht habe, meine Kette. Ja, also ich glaube, viele wissen es, ich habe mir eine Rika-Kette machen lassen. Also mit meinem Avatar einfach eine Rika-Kette, weil ich wollte einfach so ein Ding haben. Ich habe gedacht, okay, ich will eine Kette tragen. Aber wenn ich eine Kette tragen will, dann etwas, was zu mir passt. Und was ich auch sagen muss, die Kette ist halt etwas lang geworden. Aber ich habe auch gesagt, okay, die sollen das ungefähr so lang machen. Ich kann das halt nicht immer tragen, weil das Problem ist, wenn ich halt rumlaufe, dann bewegt sich halt die Kette. Und es ist halt ziemlich unpraktisch, weil man diese spitz ist. Aber an sich ist sie halt ziemlich gut. Mittlerweile nicht mehr, weil mir sind einige Fehler aufgefallen, die ich nachher noch korrigiert habe. Also ich habe auch das Rika-Design etwas geändert, deswegen passt es nicht mehr so ganz. Aber ja, man muss halt damit leben, ne?
Ja, und dann kam das legendäre Treffen mit dem Stammtisch. Grüße gehen auf jeden Fall raus, wir waren auf jeden Fall. Wir haben uns extra getroffen, um den Mario-Film anzuschauen und waren danach noch im Museum, im Filmmuseum. Und das war eigentlich wirklich cool, das war wirklich ein cooler Tag. Vor allem das Lustige ist, ich war irgendwie halt schon 3 Stunden früher da, um mir Frankfurt anzuschauen. Ich bin, glaube ich, 3 Stunden früher losgefahren, um mir Frankfurt anzuschauen und musste dann, glaube ich, irgendwie suchen am Bahnhof, hab da gewartet. Es war auf jeden Fall crazy. Vor allem, es waren halt nicht mal 24 Stunden, da musste ich uns schon einfach abschieben. Es war halt schon ziemlich früh. Bin dann heimgefahren, so, es war irgendwie cool und dann noch die bittere Leere. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr gut. Am Ende noch kleines Essen nebenbei. Ja, und dann kam quasi die Anmeldung für die Fantasy Basel, wo ich irgendwie als Creator abgelehnt wurde. Dann kam das Treffen in Hamburg. Ja, ich war in Hamburg für ein paar Tage. Lustigerweise ist Hamburg halt nur eine Straße von mir entfernt, also müsste halt nur die A7 rauf, aber oh Gott, die Zugfahrt, darüber will ich nicht reden. Die Zugfahrt war schlimm. Ja, ich war in Hamburg, das habe ich gerade erwähnt, und da habe ich, war ich halt mit Brainy, wir haben halt 4 Tage verbracht. Und dann haben wir halt erstmal eine Luigi Boy getroffen, sehr cool. Und danach auch noch Maggie Patch, also ich glaube, die meisten kennen sie. Die Person, von der ich ein Best-of gemacht habe, quasi meine Lieblingsstreamerin oder ehemalige Lieblingsstreamerin. Es waren auf jeden Fall sehr 2 schöne Tage, auch wenn mir bei einem Gedanken, den ich dann hatte, immer sicherer wurde und sicherer wurde. Und das hat mich schon ein bisschen geprägt. Also dieser Gedanke, als hat sich dann immer mehr bewahrheitet so. Es hat mich halt wirklich sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, was genau, aber ich war generell nicht so begeistert. Danach war ja die Zeit, wo ich glaube, ich wieder Wochenende zu Hause war. Also ich glaube, bei dem Wochenende bin ich einfach zu meiner Oma gefahren. Und an diesen schönen Wochenende habe ich mir gedacht, hey, ich gehe jetzt einfach mal wieder in meine alte Stadt und möchte einfach den Wasserfall besuchen, wo ich schon lange mal war, schon lange nicht mehr war. Also es gab ja bei mir in der Gegend so einen coolen Wasserfall, da war ich halt früher mit meinem Opa immer und ich wollte ihn unbedingt wiedersehen. Und es war ja nicht so weit weg, da bin ich also hingefahren, so, ja komm, warum denn nicht? Kann man ja mal machen. Und ich glaube, glaube ich, bestimmt auf 5 Stunden ausgeweitet, weil ich unbedingt schauen wollte, okay, wo geht's da oben hin? Ich bin gleich den halben Ring da oben lang gelaufen. Ich bin auf jeden Fall an den Tag sehr viel gelaufen. Auch wenn mich einige Gedanken geplagt haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es sind sehr viele schöne Bilder entstanden. Wenn ich in meiner alten Gegend bin, ich muss immer meine alten Wohnstraße vorbeilaufen. Ich weiß nicht warum. Es ist so ein Tick, ich muss immer vorbeilaufen und sehen, okay, ich weiß nicht, es ist halt so cool. Und warum ist der Sandkasten da so sauber? Egal, anderes Thema. Also quasi, wo man halt selbst gewohnt hat, so, es ist immer so, da kommen halt so die Kindheitserinnerungen hoch, so, wo die Zeit halt noch richtig cool war, so. Ich weiß, ich brauche sowas immer, so einen kleinen Nostalgieschub. Ich weiß, Nostalgie ist immer so ein schwieriges Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und am nächsten Wochenende, da hatte ich meine Richterkette, glaube ich, sogar schon fertig gehabt, da war ich in Zürich. Ja, in guten Zürich, der Hauptstadt von der Schweiz, das heißt, ich war wieder in der Hauptstadt. Da war ich in Zürich, das war auf jeden Fall sehr cool, ich habe mir die Gegend angeschaut, den riesigen See in der Mitte, da habe ich guten Passkalori getroffen. Grüß gehen auf jeden Fall raus. Ich habe mal gefragt, hey, wir können uns ja mal treffen. Er meinte so, ja, Zürich. Ich bin so, ist nicht mal so weit weg, auch wenn die Fahrt nicht so einfach war. Vor allem die Schweiz ist halt ein bisschen teuer, vor allem wenn man halt so selten drin ist und dann muss man dann eben noch 50 Euro zahlen für eine Vignette. Ist ja nur einmal im Jahr, aber. Ich meine, ich habe nicht viel von Zürich gesehen, aber ich habe halt ein bisschen so den chinesischen Garten gesehen. Ich bin immer einer, wenn ich irgendwo hingehe, schaue immer an, okay, was kann ich anschauen, was kann ich machen, was kann ich mir anschauen. Ich habe da waren dann auch im Sushi-Laden, ich habe dezent überteuerte Sushi geholt, also für fucking 50 Franken Sushi essen gehen. Für 50 Franken, das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder, das war zwar lecker, aber 50 Franken, holy shit, das mache ich nie wieder. Ich wollte unbedingt das Luxusding haben. Ja, und dann kam das Wochenende von der Fantasy Basel. Und das war ja in der Nähe von der Frankreich. Und in Frankreich, da ist ein sehr besonderer Ort, wo ich hingefahren bin. Und zwar gibt es einfach einen Ort, der genauso heißt wie mein Nachname. Es ist ein kleines Kackdorf mit 327 Einwohnern, aber es hat einfach denselben Namen wie mein Nachname. Und ich habe so, komm, ich fahre jetzt hin, mach einfach Bilder mit dem scheiß Ortsschild. Ich will nicht wissen, was die Leute sich gedacht haben, wo die an mir vorbeigefahren sind, aber ich muss es einfach bringen. Und da gab es ja auch einen Bach, der genauso heißt. Und ich habe einfach das Wasser rausgenommen, mit einer Flasche gefüllt, den mitgenommen und steht jetzt bei mir auf dem Kühlschrank zu Hause. Auf solche Ideen komme auch nur ich. Also for real, auf solche Ideen kam auch nur ich, ne? Ja, die Fantasy Basel, das war ja quasi meine erste Convention dieses Jahr. Es war auf jeden Fall sehr cool, auch wenn ich halt viel rumgelaufen bin so. Ich habe halt nicht so viel gekauft, ich habe mir wenig gekauft, aber mehr als ich eigentlich sollte. Ich habe mir jetzt ein Ho gekauft, ich hab mich sehr zurückgehalten teilweise. Also ja, ich habe viele Figuren gesehen, viele schöne Cosplays, einiges am Programm. Es war cool, dass ich diesmal ganz Leute getroffen habe, auch zum Beispiel Shadow. Grüße gehen raus an Shadow, den ich beim letzten Mal nicht treffen werde, denn das werde ich dann im Oktober sehen werde, leider. Ja, und das Coole war, ich habe mich auch mit Shadow im Hotelzimmer geteilt. Wir waren einfach in einem Zimmer für 3 Nächte. Und ich muss sagen, der erste Tag hat sich halt übelst lang angefühlt, dann der zweite Tag okay. Und der dritte Tag weiß, okay, jetzt ist Schluss. Und wir waren dann noch in Basel unterwegs, haben mal noch ein bisschen die Stadt angeschaut, waren öfter mal essen. Ich habe mir ein paar Spiele gleich gekauft. Ich habe mir, glaube ich, viel zu viel Geld an dem Tag ausgegeben. Also, ich habe so viel Geld ausgegeben für teilweise Zeug. Ich habe dann noch den guten Izu getroffen, spontan, der auch da war. Das so, ja, komm, lass mal treffen. Ja, es gab da so coole Bilder, es gab schöne Momente, es gab schöne Dinge zu sehen, es gab sehr lustige Dinge zu sehen.
Ja, da habe ich auch Raphael getroffen zum ersten Mal. Den guten Raphael 25, mit dem ich auch neulich die Talkshow gemacht habe. Also grüß dich raus, als du hören solltest. Und ja, es war ein sehr cooles Wochenende. Ich habe halt viele gesehen und viel erlebt. Es war, ich weiß nicht, solche Conventions sind halt cool. Deswegen nächstes Jahr möchte ich auch mehr auf Conventions gehen. Also mindestens auf die Dokumi habe ich vor. Aber, und dann habe ich noch jemanden besucht, der mich eingeladen hat. Und zwar den guten Train92. Es war auf jeden Fall sehr cool. Ich war jetzt zwei, drei Tage bei ihm. Es war auch ein langer Hinweg, wobei es war auch zu Fantasy Basel ein langer Rückweg. Und vor allem, wenn ich bei der Basel war, ich teilweise so müde, dass ich kurz aufstehen musste, rumlaufen musste, damit ich wach werde, weil ich hatte, glaube ich, keinen Energy Drink. Ey, das war so schlimm, die Fahrt. Ich war so. Gut, ich hätte mir Energy bei der Tanke holen können, aber es war viel zu teuer. Holy moly, es war teuer. Das war cool. Wir haben ein bisschen Gemeinschaft gespielt. Wir haben ein bisschen geredet, so. Wir haben mal ein bisschen die Gegend erkundet. Das war halt wirklich. Ich weiß nicht, ob sowas nächstes Jahr nochmal möglich ist, so. Kann ja mal fragen. Ich glaube nicht, dass sowas dagegen hätte. Wäre für mich halt problematisch, falls dann halt schon 5 Stunden. Und wenn ich weiß, okay, nächstes Jahr wird eh alles teurer, dann mache ich halt schon ernsthafte Sorgen darum, wenn ich ehrlich bin. Dann mache ich mir schon ernsthafte Sorgen darum. Und ja, dann war quasi der Tag, wo ich irgendwie. Ich bin an den See gefahren. Da gab es ja diesen einen Tag, wo ich einfach mal gesagt habe, okay, mach einen Tag alleine. Bin in verschiedene Städte nach Bayern gefahren, hab ein bisschen essen. Und dann an dem Wochenende, das war ja eigentlich eine Woche, wo ich mit einer Moderatorin treffen wollte, weil sie es mir angeboten hat, dass ich auch mal komme. Es hat ja nicht so ganz geklappt. Leider, leider. Ich habe mich ja wirklich gefreut. Aber ich dachte mir so, ich nehme das Wochenende und nutze die Zeit, um mit gewissen Johnny Scorban hier rumzuhängen. Also wir haben ein bisschen halt in der Gegend rumgehangen. Ich meine, der wohnt halt eine Dreiviertelstunde von mir weg. Und vor allem die Gegend, das ist halt nicht mal so weit weg. Vor allem stellt sich dann heraus, wie mehr oder weniger die gleiche Person kennen. Was ziemlich crazy ist, also wenn man die gleiche Person kennt und das unabhängig voneinander, dann ist es halt schon ziemlich crazy. Das zeigt einfach, wie klein diese Welt ist. Ah, das war ein sehr gutes Vorhinein, war wirklich manchmal, auch wenn die Nacht hart war, also buchstäblich, um es mal so auszudrücken. Ah ja, genau, da habe ich noch eine Freundin besucht, die ich schon länger kenne. Ich dachte, ja, wir können uns mal treffen, so ein bisschen einen Tag verbringen. Da habe ich auch noch die Aliaria getroffen, auch ziemlich cool. Einfach so spontan, weil wir in der Nähe wohnten. Und dann, also es war, glaube ich, generell so Juni, Juli war es generell so, glaube ich, ein Event nach dem anderen. Vor allem zu so den letzten Juni-Tagen. Da war es so, dass ich auch noch von Adrian und so weiter gefragt wurde, ob ich auch komme zum Treffen. Da war ich so, hey, komm, warum nicht? Und da sind wir einfach Go-Kart gefahren. Das war halt wirklich sehr, sehr cool. Einfach mal Go-Kart fahren. Und davor habe ich einfach noch JB getroffen, genau. Einfach, glaube ich, bin, glaube ich, extra früh losgefahren, um dass ich halt JB Tränen sehen kann, weil da war halt eine Stunde davon entfernt. Deswegen, ja komm, lass mal kurz treffen, wenn du ähnlich mitfahren kannst. Es war halt cool, die mal kurz zu sehen. Mal Hallo zu sagen. Mein drittes Treffen mit JB einfach. Die ganzen Leute getroffen, zum Beispiel Danilo zum ersten Mal oder auch, wen noch zum ersten Mal. Und auf jeden Fall Hibbiton, zum ersten Mal getroffen. Das war crazy. Zum ersten Mal getroffen, das war ein komischer Moment, ihn leibhaftig vorhin zu sehen. Also grüße ich ihn auf jeden Fall raus. Es war auf jeden Fall ein sehr cooles Wochenende. Wir haben auf jeden Fall sehr viel mit Zeit verbracht. Wir waren Bowling, wir waren Essen. Ach, es waren wirklich schöne 3 Tage. Auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe halt die Zeit bisschen Pokémon Purple gespielt, weil ich es ausgeliehen habe. Ich habe es halt fast durchgespielt. Ich habe einfach spontan Pokémon Purple fast durchgespielt. Das muss man auch mal schaffen. Irgendwie der Jahresrückblick geht nicht so lange, wie ich erwartet. Also irgendwie, ich bin jetzt schon im Sommer, ich habe erst die Hälfte gesprochen. Ja gut, ist besser. Es muss ja nicht 1000 Stunden lang sein. Ich habe, glaube ich, ein Team mit Nightlaw, Enteron, Omot, Donphan, Brutalanda und Frostedie. Ist ein spontanes Team gewesen. Und dieses Jahr habe ich, glaube ich, 2 Mal Pokémon durchgespielt. Dazu komme ich auch später noch. Ja, und dann kam die Zeit. Ah, stimmt, jetzt war genauso. Ich bin zurückgefahren. Also genau, bin schlafen gegangen. Und ich bin, glaube ich, um 1 Uhr morgens zu meinem Vater gefahren. Ich bin noch in denselben 12 Stunden, glaube ich, direkt losgefahren, um nach Österreich zu fahren. Das war ziemlich crazy. 8 oder 10 Uhr losgefahren, bin, glaube ich, 14, 16 Uhr daheim gewesen. Bin dann, glaube ich, kurz schlafen gegangen, habe mich ein bisschen hingelegt, so ausgeruht, sodass ich auf jeden Fall bis 0 Uhr fit war. Und dann bin ich wieder mal 8 Stunden oder 6 bis 8 Stunden nach Österreich gefahren. Holy moly, das. Ach du Heiliger, das war eine Nacht, das war was. Ich muss ehrlich sagen, so Autofahren in der Nacht ist halt ziemlich angenehm und chillig. Also wirklich, es ist so cool, auf der Autobahn nachts zu fahren, vor allem die Straßen waren halt so leer. Und das Ding war, es war halt wirklich so früh schon hell. Also es war schon 4 oder 5 Uhr war es halt schon hell. Es ist einfach so, dass es einfach schon so früh, dass es einfach schon morgen ist und einfach schon hell ist. Es ist so weird teilweise, wenn man überlegt, okay, weil jetzt aktuell ist es vielleicht ab 7 oder 8 etwas heller. Ja, da war ich halt bei meinem Vater, dann bin ich kurz eingenickt tatsächlich. Aber wir waren noch am selben Tag einfach noch in der Slowakei, das war crazy. Wir waren dann von 48 Tagen, war ich irgendwie auf einmal an der Autobahn unterwegs, auf dem Weg nach Hause. Weil ich habe geschlafen bei mir zu Hause, bin losgefahren nach Österreich, war noch an selben Tag in der Slowakei. Hab die Hauptstadt besucht, Bratislava, war auch übelst cool. Also wirklich. Hab auch einige coole Bilder gemacht, wir waren auch slowakisch essen. Und dann waren wir, glaube ich, ziemlich schnell tatsächlich auch in Budapest, weil ich habe gesagt, hey, ich möchte unbedingt mal nach Budapest. Da gibt es auch einen. Budapest ist sehr schön und da habe ich einmal so einen random Sticker gefunden, so nett hier. Also ich war in Baden-Württemberg. Ja, generell, Budapest war sehr cool. Es gab sehr schöne Dinge. Ich habe auch meine Großeltern gesehen, dann Verwandte, dann noch die Eidechse.
Ach, das war so cool. Also war sehr cool. Ich meine, es war nur eine Woche tatsächlich, aber ich war auch in so vielen Orten. Ich habe auch allein was gemacht und ich war auch in Wien, genau. Ich wurde, glaube ich, auch 5 Stunden lang in Wien ausgesetzt in einem Einkaufszentrum. Ich habe es geschafft, mich 5 Stunden alleine im Einkaufszentrum aufzuhalten. Also das habe ich sogar beim letzten Video erwähnt. Ich war einfach 5 Stunden im Einkaufszentrum ganz alleine. Es war ziemlich crazy. Ich habe es einfach geschafft, mich 5 Stunden alleine Zeit zu vertreiben. Und daran habe ich irgendwie gemerkt, dass ich halt doch dieser Einzelgänger-Typ bin, dass ich einfach komplett alleine leben kann, also alleine klarkomme. Und das ist halt cool, das finde ich halt cool. So, ich kann auch gerne allein. Und dann war auch noch die Zeit, wo ich quasi danach am nächsten Tag bin ich auch nochmal nach Wien gefahren. Ich habe voll wenig Bilder in Wien gemacht, fällt mir auf. Also wirklich wenige. Das ist auf einer Seite überschaubar. Ja, ich war, glaube ich, 18 Stunden lang in Wien. Ich wurde, glaube ich, um 5 oder 6 rausgenommen. Also bin dann nach Wien gefahren. Und bin dann, glaube ich, wirklich erst spät abends, also glaube ich schon 22 Uhr, nach Wien zurückgefahren. Und das Geile war, ich glaube, kam noch später an, weil der Zug irgendwie Ausfall hatte. Und das war schon eine holprige Nacht. Ich musste dann, glaube ich, irgendwie dann im einen Ort ziemlich, ziemlich lange stehen, weil es so kalt war. Und vor allem, es war ziemlich kalt in der Nacht, was wir dann auch mal wieder... Also das war auch eine... Keine Ahnung. Also die erste Hälfte des Jahres war halt so cool. Es gab von Februar an bis Juli einfach so coole Events. Danach kam Utopia. Erstmal mein Geburtstag. Ich habe mit ein paar Leuten meinen Geburtstag gefeiert, so. So mit den Leuten, mit denen ich mittlerweile am meisten zu tun habe. Wir haben einfach Bernes Brot geschaut an meinen Geburtstag. Und ich habe einen Lollipop bekommen, riesen Lolli und kleine Geschenke. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, außer halt Monkey. Der steht jetzt oben und starrt mich an. So einfach so eine nette Abende zu haben mit ein paar Leuten. Und dann kam Utopia. Utopia, ja, das war ein interessantes Event tatsächlich, vor allem es war eher so eine spontane Idee, dass ich dann gehe, weil ich habe gesehen, okay, da geht Yogi Emma Jo hin und dachte ich so, okay, wenn Yogi Emma Jo hingeht, dann muss ich auch hingehen. Ich habe dann auch coole Leute getroffen, also die ich meinen ersten Kanal auch Schneider habe ich getroffen, der mich wiedererkannt hat, dann muss ich aber feststellen, dass Leute mich irgendwie vergessen haben, aber später wie sich doch noch ändern konnten, wer ich war, auf der nächsten Messe. Dann habe ich auch wieder ein Bild gemacht, irgendwie ist es Standard geworden, ich mache immer mit Maggie Patch ein Bild, wenn ich sie treffe. Ich halte insgesamt 4 Bilder. Lustigerweise wird das Bild immer erkannt, wenn ich sage, wenn ich die Gesichtserkennung mache. Okay, dann habe ich halt. Ja, es gab eine coole Aftershow-Party, da bin ich abgegangen. Das war halt sehr cool. Habe coole Leute getroffen, habe Bilder gemacht und dann war es soweit. Oh mein Gott. Ich glaube, am Freitag direkt darauf habe ich gleich den halben Tag frei genommen. Ah nee, warte mal, genau Juli. Das war der Monat, wo ich halt Pikmin intensiv gespielt habe, also gestreamt habe. Da kam ja quasi, glaube ich, eine Woche nach die Utopia Pikmin 4 raus. Und ich habe mir am halben Tag frei genommen, um einfach einen halben Tag Pikmin 4 zu spielen. Das ist kein Witz. Ich habe mir einen halben Tag frei genommen, einen halben Tag Pikmin 4 zu spielen. Das muss man sich mal geben. Und dann, leider war es halt so, dass ich halt direkt nach Pikmin 4 halt direkt losgefahren bin. Also da ging mein Urlaub los. Mein sehr, sehr geiler ST-Urlaub, also mit den ST-Leuten. Ich nenne ja einfach immer ST-Leute. Aber ich glaube, die Leute wissen, wer gemeint ist. Und es war halt ein kleiner Trip. Wir sind halt nach Ding gefahren. Es war halt so cool. Ach, wir waren Dresden, haben wir angeschaut. Dort haben wir dort Essen für 2 Tage. Dann sind wir direkt. Wir sind, glaube ich, ziemlich schnell. Nee, wir sind noch kurz in Berlin gewesen. Ich habe halt ins Videospielmuseum gesehen. Da habe ich zur Wii U gebetet. Nein, ich habe wirklich zur Wii U gebetet. Das ist kein Witz. Ja, da war es auch soweit. Und wir waren an der Ostsee. Ich muss ehrlich sagen, es war halt nicht so warm, dass man baden konnte. Aber, komm mal, ich liebe generell so sehr Strände. Und ich bin teilweise immer an 2 Tagen um 5 Uhr aufgestanden, um am Strand lang zu laufen. Es gibt nichts Entspannenderes, als am Strand lang zu laufen. Keine Ahnung, ich liebe es einfach. Ich überlege auch immer mal in die Nähe von den Strand zu ziehen, weil ich habe hier halt keine Strände, ich habe halt nur Berge. Ich bin halt in einem Tal oder sowas. Also, wenn ich bergsteigen will, wenn ich wandern will, ich kann mich ausruhen, wie ich will. Also, ich lebe hier im wahrsten Wanderparadies, wenn ich ehrlich bin. Aber also Strände sind halt was Cooles, deswegen muss ich es halt ausnutzen. Deswegen wollte ich ehrlich gesagt nicht ständig nur andere Dinge machen, auch wenn viele gesehen haben. Wir haben halt zum Beispiel auch Rostock besucht oder es gab auch diese kleinen Insider mit der Ente. Ach, die gute Ente. Ja, ich habe viele Bilder gemacht und dann habe ich auch endlich eine Person getroffen, die ich auch schon lange kenne. Und es war so, ich habe sie einfach gefragt, okay, ich bin in der Nähe, ich bin nicht weit von dir im Urlaub. Und dachte so, ja komm, ich frage die Person einfach mal, ob ich die treffen kann. Es hat dann geklappt alles, mit ihm getroffen, mit dem guten Nick. Es war auf jeden Fall wirklich sehr cool. Und es war einfach cool, so eine Person, die man halt auch schon lange kennt, bestimmt schon seit 5 Jahren, dass man die einfach mal trifft. So, es war halt spontan, aber es waren halt nur wenige Stunden, muss ich sagen. Aber es war einfach so schön. Einfach eine Person, die man auch lange kennt, so die einen so nimmt, wie man ist, so einfach mal mit ihr auszutauschen. Auch wenn Leute dachten würden, dass ich sonst was anstellen würde, aber ich weiß nicht immer, was Leute von mir denken. Also manchmal denke ich, Leute, ich schlenke nur das Schlimmste von mir. Aber es war trotzdem ein sehr schöner Moment. Auch sonst der restliche Urlaub war halt mega cool. Es hat alles gepasst, es gab keine Unstimmigkeiten. Es war irgendwie die schönsten, mitunter die schönsten Wochen, neben dem Tag mit meinem Vater. Wobei ich auch sagen muss, ich meine, ein Jahr davor und ein Jahr davor waren die halt deutlich besser. Das war halt das dritte Mal jetzt. Aber ich fand das halt deutlich angenehmer. Und ja, das war dann vorbei, die Reise in Dortmund und in Düsseldorf waren wir auch noch kurz. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dann habe ich, glaube ich, gab es halt die Zeit, wo ich halt weniger unterwegs war. Ich bin
Das war ja die Augustwochen, da war ich ja quasi zwei Wochen noch quasi arbeiten. Da habe ich, glaube ich, am Wochenende bin ich halt immer zum einen See gefahren, weil es gibt einen gewissen See in meiner Nähe, da kann man halt sehr gut laufen. Und ich habe auch meinen alten See meiner Kindheit besucht, wo ich halt als Kind immer war, ist auch sehr schön. Ich habe öfter mal meine Familie besucht, und dann gab es halt diesen legendären, es ist halt wieder auch ein Insider geworden. Ich bin mal, glaube ich, an einem Tag, glaube ich, über 12 Stunden lang gewandert für eine Stadt, die, glaube ich, 22 Kilometer entfernt ist. Also es gibt ja den nächsten Landkreis bei mir und ich bin einfach zum nächsten Landkreis gelandet, in die nächste Hauptstadt von dem nächsten Landkreis, bin ich einfach gewandert, weil ich gesehen habe, okay, man muss ja eigentlich nur theoretisch durch den Wald gehen, dann ist man da. Google Maps sagt 4 Stunden, daraus wurden dann aber 7 Stunden. Und ihr wisst gar nicht, wie froh ich war, als ich angekommen bin. Bin erst mal essen gegangen, bin dann direkt losgelaufen. Ja, und dann musste meine Mutter mich abholen, weil es halt zu spät wurde. Also wäre ich früher losgegangen, hätte ich es vielleicht geschafft, aber ey, meine Füße haben wehgetan. Das war sehr schmerzhaft, das mache ich nie wieder. Ich wollte es ausprobieren, deswegen, aber ja, ich mache es nie wieder. Auch wenn es war ein cooles Erlebnis. Das war ein richtig cooles Erlebnis allemal. Einfach so, einfach den ganzen Tag zu wandern, so für sich zu sein, das war einfach wirklich cool. Weil es war generell so eine Urlaubstagswoche, wo ich einfach nur für mich sein wollte. Und das habe ich auch gemacht. Ja, und dann war ich 3 Tage zu Hause, habe irgendwas anderes gemacht und dann war ich halt wieder in meiner Geburtsstadt. Also meine Geburtsstadt ist halt eine Stunde von mir jetzt entfernt mittlerweile. Oder dreiviertel Stunde. Und ich habe mir so, ja komm, ich möchte mal die Gegend wieder anschauen, ich möchte mal wissen, okay, wie sieht's jetzt aus? Ich bin den ganzen Tag rumgelaufen, war am Ende noch im Museum, weil es gibt ja das Museum. Oder das Märklin-Neum, sag ich jetzt mal. Also ich kann nicht mal sagen, es ist halt Göppingen so. Es gibt halt Märklin-Museum, das sind halt die Spielzeugdinger und ich habe halt gesehen, es gibt abends so ein Abendticket für 5 Euro statt 10 Euro. Da haben sie gesagt, komm, ich gehe halt abends kurz. Und ja, es war recht cool. Ich konnte alles in Ruhe anschauen, es gab kaum Leute, ich konnte alles in Ruhe durchlesen, sowas. Es gibt so die Geschichte von den ganzen Zügen. Es war, glaube ich, mein 3. oder 4. Museumsbesuch. Ich glaube, 4. oder 5. Ich war dieses Jahr bestimmt in 4 oder 5 Museen, das ist halt krass. Und das finde ich halt cool. Ja, habe ich halt alles angeschaut, so ein paar Bilder gemacht. Ach ja, und dann kam schon die legendäre Gamescom-Woche. Oh mein Gott, die legendäre Gamescom-Woche. Ja, also ich war davor noch in Bonn. Ich habe mir ein bisschen Bonn angeschaut, also auf jeden Fall diesen einen riesigen Park da. Aber ja, die Zeit wurde knapp, deswegen noch nicht zu viel sehen. Ich war dann in Wuppertal, bin auch zum ersten Mal mit diesem Schwebebahn gefahren und so. Das war halt so genial. Ich habe wieder die ganzen Leute kennengelernt oder... Was heißt denn, die ganzen Leute getroffen? Das war wirklich so schön, die ganzen Leute zu treffen. Und ich habe auch mal Leute getroffen, die ich davon nicht treffen konnte. Zum Beispiel auch Colin Norino. Grüße ihn auf jeden Fall raus. Auch wenn ich persönlich sagen muss, die Gamescom war auf jeden Fall jetzt nicht so krass, weil ich bin halt ehrlich nicht mal in diesem Gaming-Ding drinne. Aber ich mag generell so die Zeit mit anderen Leuten zu verbringen, auch wenn es teilweise eher manchmal anstrengend wurde. Also wenn ich ehrlich bin, es wurde halt manchmal sehr anstrengend. Aber dennoch war es halt mega cool. Auch wenn mein Hotel, was ich war, halt ziemlich creepy war. Also es war ein Märchenwald. Aber es war mal so, ich muss kurz sagen, mittlerweile, ich genieße es sehr viel Zeit mit anderen zu verbringen, auch Leute, die einen bedeuten, die mir auch viel bedeuten. Zum Beispiel, ich habe mich auch sehr gefreut, als ich einfach, ich würde meine zweite Lieblingsstreamerin getroffen habe, also das Lustige ist, die stand halt genau neben mir, die hat erst später realisiert, ich stehe ja genau da. Und ich habe sogar auch, was ich gemacht habe, ich habe ja so ein Freundesbuch mitgenommen, ich habe einfach mal so ein Göppingen, so ein Freundesbuch gekauft, wo die Leute reinschreiben durften. Und es ist mittlerweile fast voll, mir fehlen noch 2 Einträge, die 2 gewissen Leuten gebühren. Und es freut mich sehr. Auch, ich wollte sogar nochmal kurz zu dem Hotel, ich habe es glaube ich nicht ganz erzählt, weil ich muss kurz eine Nachricht beantworten, deswegen. Also ja, bei dem einen Hotel, da gab es so einen Zwerg und dieser Zwerg hat eine, wenn sich weiter vor das bewegt, dann spricht es. Also es wird auch nie abgestellt gefühlt, also ich sag mal so, ich läufe so um 1 Uhr nachts vorbei, ist niemand da, auf einmal beginnt da aus dem Nichts eine Stimme zu kommen mit, oh, ich bin der Pup. Oder wie ich gesagt habe, wirft euren Müll hier rein. Alter, das war so creepy, vor allem mit der Stimme so. Vor allem geht man auch tagsüber, ist es ziemlich unheimlich, aber nachts ist halt ein anderer Vibe. Auch wenn ich es ehrlich gesagt bereue, den Märchenwald nicht ganz besucht zu haben, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, es war auch sehr cool, ich habe sehr coole Leute kennengelernt, getroffen. Ich habe auch so einige Leute gesucht, die reingeschrieben. Ich habe, glaube ich, echt viele reinschreiben lassen. Und da, wir waren noch an einem Abend, waren wir auch noch in Köln unterwegs, haben noch unser Ding gemacht, so. Auch wenn es, glaube ich, am nächsten Tag wollen wir nichts machen. Aber da ich langweilig war und meine Person, Salo gemeint hat, ich soll nach Ding gehen, zu Gamescom gehen, bin ich einfach zu Gamescom gelaufen. Habe es irgendwie geschafft, da hinzufahren. Ich habe nach einem Eingang gesucht. Ich habe, glaube ich, bestimmt eine halbe Stunde nach dem Eingang gesucht. Da fand ich, okay, ich fahre mal die Leute im Aufzug. Die meinen, ja, durch den Aufzug bist du schon drinne. Und ich habe es geschafft, ohne ein Ticket zu haben, ohne irgendwas gezahlt zu haben, in Gamescom einzubrechen. Ich war einfach in der Gamescom drinne, ohne was dafür zu bezahlen. Vor allem, ich wollte es ja nicht mal, es war ja mal ein Versehen. Ich war einfach drinne. Es war nicht mal geplant. Ich dachte so, okay, ich zahle jetzt das scheiß Ticket, aber ich meine, wo ich schon drin war, habe ich so auch so, okay, bin ich ja halt drinne. Ich meine, ich wollte ja eh nur die ganzen Leute treffen. Nächster Tag habe ich noch, glaube ich, ein paar Bilder gemacht. Am letzten Tag, wir waren ja eigentlich fast jeden Tag essen, gab es ja noch dieses kleine Szenario, wo ich diese eine Person angesprochen habe, welche mich wie den größten Vollidioten dargestellt hat. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich fand es halt ziemlich asozial, vor allem wie sie reagiert hat, so.
Also ich sag mal so, es gab einen Grund, aber einen Grund, wofür ich absolut nichts konnte. Und es hat mich halt genervt. Anstatt sich zu entschuldigen, ja, es tut mir leid wegen damals so, meinte sie auch nur, wegen was für mir entschuldigen. Ich habe sie halt wirklich gesagt, sie soll sich bei mir entschuldigen. Und ich habe noch einigen Leuten was ins Gesicht gesagt, so, und warum sie es genau machen. Ich habe halt mich getraut, auf Leute auch mal anzusprechen, wegen gewissen Dingen. Das finde ich mittlerweile ziemlich krass. Dass ich jetzt sage, okay, ich spreche Leute aber direkt ins Gesicht, weil es mich an denen stört. Es ging nicht gut aus, als bei der anderen. Ah, ich war halt wirklich sehr sauer auf die, dass sie einfach, ohne was zu sagen, einfach sich verpisst hat. Und da war ich halt, und irgendwie, wenn mich bei ihrer scheiß Freundin ausgelästert hat, so, ich hatte so eine Kotzwut. Ich hatte so eine scheiß Wut, ohne Mist. Wirklich, dass ich zu entschuldigen, so, ja, es tut mir leid wegen damals oder so, sonst was, so, nö, so richtig hochnässig, als ob, boah, mir fallen keine Worte ein. Ich will auch nichts dazu sagen. Wirklich nicht. Aber, ja, ich bin dann zu Gamescom heimgefahren, so, wir haben noch kurz essen. Ich glaube, ich war wirklich um 3 oder so zu Hause. Nee, ich glaube 2.45 Uhr, glaube ich, diesmal, glaube ich, immer 140, 150 auf der Autobahn gefahren, weil ich sonst nie fahre. Mir ist zwar scheißegal, ob ich jetzt halt mal extra tanken muss, aber ich glaube, der Tank hat sogar gereicht von Köln bis nach mir nach Hause. Und ja, so ging auch ein Wochenende zu Ende. Es war ziemlich krass, weil dass ich halt am nächsten Tag einfach nochmal arbeiten war. Ja, da war ich halt, glaube ich, auch mal noch chinesisch essen, war ich auch mal zwischendurch. Dann habe ich mir wieder, war ich halt bei den Eltern, Großeltern. Ah, da war ich halt wieder im Kino, wir haben Elementals geschaut. Ich und die anderen. Dann war ich, also ich bin halt, dann ging ja September los, und September wäre ja genau diese Zeit, wo es war halt noch warm. Also ich muss sagen, dieser September war halt unnormal warm, muss man einfach sagen. Es war halt so ein verdammt warmer Monat, das hätte man niemals gedacht. Also ich glaube, an zwei Wochenenden war ich unterwegs. An einem war ich einfach nur irgendwie am See, an dem anderen war ich noch bei anderen Leuten zu Besuch. Das war halt so cool. Also auch im September ging es weiter. Ich sag ja eigentlich, fast jedes Wochenende war ich irgendwie unterwegs. Es gab, glaube ich, keine Zeit, wo ich nicht weg war. Und ja, ich habe mir auch zwischenzeitlich den Bernes Brot gekauft. Das habe ich, glaube ich, im September gemacht. Das war eine spontane Idee. Hey, wir haben Bernes Brot. Ich kaufe jetzt mal Bernes Brot. Ja, dann ging ja, glaube ich, noch das Wochenende. Ich war ja ein Wochenende noch bei meiner Oma. Ich habe ja meine Oma mal gefragt, ob ich bei ihr schlafen kann. Also übernachten kann. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin am Abend morgens gekommen. Und bei einem Tag habe ich mir gerade die Gegend angeschaut. So, ein paar Bilder gemacht. So, echt schöne Gegend. Vor allem zu dieser Jahreszeit ist so alles übelst grün und schön. Also wirklich, die ganzen Bilder, die ich gemacht habe, ich gehe jetzt meine ganzen Bilder gerade durch. Ach, das ist ja cool. Da noch Pizza gegessen, Abend, am nächsten Tag auch noch ein bisschen kurz alles angeschaut. Und ich war ja, glaube ich, direkt bin ja früher gegangen, weil meine Eltern ja Bogenschießen waren oder halt allgemein beim Schützenhaus. Und da habe ich zum ersten Mal mit der 9mm geschossen. Und alte, das hängerte Wucht. Ich habe zum ersten Mal so richtig geschossen. Also da jetzt richtig mit den Waffen. Also ich habe schon mal mit Gewehr geschossen, aber nicht sowas. Und es war halt schon cool. Es ist halt schon cool, mit sowas zu schießen. Ja, und dann beging ja auch das letzte Wochenende. Da hatte ich halt auch einige Tonprobleme, die ich fixen musste. Ich glaube, es war auch das Wochenende, wo mein PC nicht mal wollte. Also ich wollte noch was fertig machen, aber mein PC hat gemeint, nein, wie es will nicht oder nicht doch oder sowas, keine Ahnung. Und ja, zu dem Wochenende war ich, glaube ich, auch in Waiblingen. Ja, in Waiblingen Bürgerzentrum. Was, glaube ich, nicht mal eine Stunde von mir entfernt ist. Oder es war nicht mal eine Stunde von mir entfernt. Es war die Pony Convention, wozu ich auch ein Video gemacht habe. Und es war halt wirklich cool. Keine Ahnung, ich wollte schon immer auf so eine Pony Convention, auch schon früher. Und da ich mir dachte, hey, es ist halt legit gleich um die Ecke. Ich meine, es war nur ein Wochenende. Es war halt interessant, es war halt mega cool. Ich habe ja schon alles erzählt in dem Video. Ich möchte jetzt nicht so viel wiederholen. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Also, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Es gab schönes Essen, es gab lustige Dinge. Auch wenn ich einen halben Tag, glaube ich, woanders verbringt habe, also mit Scorbunny nochmal. Aber es war wirklich cool. Ja, und dann ging ja auch, was kam ich danach für ein Wochenende? Ah ja, genau, das war das Wochenende, wo, ich glaube, es war noch ein etwas wärmeres Wochenende tatsächlich. Da habe ich noch eine Freundin besucht für 2-3 Tage. Sagt, ja komm, wir können uns mal kurz treffen, so, oder mal. Ich muss auch sagen, für den zweiten Tag geht ziemlich wenig. Also die Zeit ging ja auch übel schnell rum, muss ich ehrlich sagen. Die Zeit war ja übel schnell rum. Aber es waren trotzdem schöne Tage. Und danach kam auch die Zürcher Popcorn. Die Messe, wo ich als offizieller Content Creator angemeldet war. Das heißt, ich konnte kostenlos rein. Auch wenn alles andere nicht kostenlos war. Also, Parkticket war ziemlich teuer, also ich glaube 60 Franken. Dann, ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel ausgegeben, als ich habe mir einen Ring gekauft. Ich habe halt mir noch Essen gekauft, aber sonst habe ich halt nur gechillt. Ich habe auch Leute zum ersten Mal getroffen. Also mein Highlight auf jeden Fall Domtendo. Domtendo war auf jeden Fall richtig stark, dass ich ihn mal getroffen habe. So wirklich so, Domtendo war ja mein Kindheitsheld seit 2010 oder so. Und dass ich ihn 13 Jahre zum ersten Mal sehen konnte, war cool. Ich habe mich sogar gefreut, ob er mein Freundebuch schreiben kann. Er hat halt abgelehnt, aber er hat wenigstens noch eine Unterschrift da gelassen. Das war cool, er hat jetzt in mein Freundebuch unterschrieben. Dann habe ich noch den guten Garmin getroffen, der noch mit mir eine Talkshow machen wollte, aber es kam noch nicht zu einem Schluss, wann wir es machen wollten. Und ich habe den Garmin getroffen, wobei Garmin bei mir ehrlich gesagt nicht so den besten Eindruck gemacht hat. Ich weiß nicht, was da los war, ich will es nicht schlecht reden, aber. Und dann zweiter Tag war eigentlich auch ganz okay. Die Popcorn war auf jeden Fall eine sehr interessante Messe. Ich habe halt viel gesehen. Wobei irgendwie auch das Highlight war, dass wir halt immer essen waren. Ja, und ich glaube, es war auch, glaube ich, es war Anfang Oktober. Und dann beginnen jetzt die letzten 3 Monate quasi von diesem Jahr. Genau, da habe ich angefangen,
Nach der Popcorn habe ich ja, glaube ich, auch angefangen, die ganzen Content Creator zu machen, also die ganzen YouTube-Videos. Weil es war ja so eh die Zeit, wo ich halt viel mehr Freizeit hatte, deswegen habe ich halt mich mehr darauf fokussiert und halt. Also ich habe mich dann ab Oktober weniger auf das Real Life. Was heißt weniger? Ich hatte halt nicht. Es war Real Life halt weniger los als im Sommer, sag ich jetzt mal. Und ja, es war halt wirklich genial. Dann gab es ja noch die kleinen Insider und dann waren wir halt noch bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann war ich auch noch. Wann war es, glaube ich? Ich war 17. Oktober war ich noch in Frankfurt. Da bin ich auch extra hingefahren, um mal Matteo zu treffen. Den habe ich dieses Jahr auch getroffen. Es war wirklich cool, den mal zu treffen. Ich habe einige Dinge gesehen auf der Buchmesse. Wobei ich auch ehrlich gesagt sagen muss, ich fand die Buchmesse am Ende halt so voll. Also wirklich, ich wollte mir noch so gewisse Bücher anschauen. Aber das Problem war, also dem Gang ist der Stau. Ich musste gleich bestimmt eine Minute warten, bis ich weitergehen konnte. Und ich hatte darauf ehrlich gesagt keinen Bock. Also mir hat halt die Freiheit gefehlt. Ich habe halt irgendwie, ich weiß nicht, mir hat einfach diese Freiheit gefehlt zu laufen. Deswegen habe ich so kommen, es hat keinen Spaß mehr gemacht. Also gehe ich. Ich habe auf Visa Frankfurter Buchmesse endlich mein Vorbild getroffen. Ich habe ein Bild mit Berners Brot gemacht. Oh mein Gott. Das ist wohl das schönste Erlebnis des ganzen Jahres. Nichts kann das toppen. Also Berners Brot zu drehen und mit ihm ein Foto zu machen, das ist das Nonplusultra. Ja, dann war ich noch kurz bei JB, habe bei JB halt kurz besucht. Hab ihn halt, wir haben ein bisschen so gefeiert, so meine Partnerschaft, so. Ja, dann beging halt die Zeit, wo ich halt viel mehr zu Hause gemacht habe. Dann bin ich halt ehrlich gesagt kaum noch weggefahren. Also haben wir zumal kurz dahin, so Skorbanin, seinen Geburtstag oder auch mal mit Tante was gemacht, so. Die halt hier in der Nähe wohnen, mit denen ich halt öfter mal was mache. Weil ich kann ja mit Leuten, die halt, was ich 5 Stunden entfernt wohne, nicht immer was machen, weil es geht auch aufs Geld, wenn ich ehrlich bin. Deswegen finde ich es halt gut, dass ich die beiden jetzt auf jeden Fall kenne. Ja, und sonst gab es halt noch Oktober, und Halloween war auf jeden Fall cool, Oktober. Halloween, da gab es, dann haben wir ein bisschen gefeiert, so. Dann kamen gewisse Bilder. Genau, da war ich da noch essen. Dann war ich ab und zu mal noch kurz im Wald, glaube ich. Ich war zwei, drei Mal im Wald wandern. Da sind auch einige Bilder entstanden. Ja, und dann nach und nach gab es, glaube ich, kaum noch was Spezielleres, was sich erlohnt. Außer die Comic-Convention. Ich war nämlich einen Tag auf der Comic-Con in Stuttgart. Auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, die Comic-Con dieses Jahr, die war schlecht. Also die Comic-Con in diesem Jahr war richtig. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kamen. Die haben, glaube ich, 2 komplette Hallen komplett ausgelassen und haben quasi alles auf 4 Hallen gesperrt. Also, nee, was heißt gesperrt? Die haben alles auf 4 Hallen gequetscht. Und deswegen hat sich die Comic-Con so komisch angefühlt. So, man hat nicht die Freiheit gehabt, sondern musste sich ewig durchquetschen, weil am Ende war es halt so voll und es hat irgendwann keinen Spaß gemacht, wenn man sich durchquetschen muss. Auch wenn ich an sich die Idee cool finde und ich habe irgendwie dadurch die Lust bekommen, einfach zu cosplayen. Ja, tatsächlich habe ich nächstes Jahr vor, wieder zu cosplayen. Ich habe schon 2, 3 Kostüme so im Kopf. Danach war ich halt auch auf dem Ding. Weihnachtsmarkt war ich auch noch. Ah ja, genau, glaube ich, eine Woche später. Also es gab auch eine Woche, wo ich, glaube ich, auch wieder weg war. Da war ich nämlich in, bei mir in der Heimatstadt im Winter. Weihnachtsmarkt, auch wenn er ziemlich schlecht war. Also ich muss auch ehrlich sagen, so die Weihnachtsmärkte sind halt, es sind halt immer die gleichen Märkte. Und es ist überteuert, aber es geht eigentlich, aber es ist immer das Gleiche. Und dann war ich, Moment, dann habe ich noch am selben Tag war ich ja noch quasi mit Tante Ju, war ich noch im Kino, war noch im Weihnachtsmarkt, war eigentlich relativ, oder was am nächsten Tag? Auf jeden Fall, ich glaube, einige Tage später war ich noch im Krankenhauskurs, wegen einer Untersuchung, also nichts Schlimmes. Danach war ich noch die Tage drauf, ein paar Kollegen besuchen, dann musste ich mein Auto richten lassen, meine Glühbirne kaputt war. Und dann war schon Weihnachten, dann war schon Heiligabend, meine Geschenke, dann war ich noch feiern. Und dann war ich gleich 2 Tage später, also gestern eigentlich, am 27.12. einfach mit Scorpion und ein paar neuen Leuten unterwegs so. Und es ist cool. Generell neue Leute kennenzulernen ist halt immer cool. Vor allem generell, wenn man früher halt jemand hat, es ist so erfrischend, wenn man jetzt endlich mal Leute hat, so, mit denen man was machen kann. Man ist halt immer noch dieser typische Einzige, das weiß ich noch, aber es ist halt Abwechslung und was Cooles. Auch wenn Stuttgart, das war in Stuttgart, übel schlecht zum Autofahren ist. Ja, und jetzt sind wir hier. Wir haben den 28.12.23 um 15.56 Uhr, wo ich gerade das sage. Ich plane gerade noch als für die nächsten Tage. Also zusammengefasst so, ich habe viel erlebt. Also ich bereue eigentlich nicht in diesem Jahr. Also dieses Jahr habe ich wirklich am meisten gemacht. Also ich war noch nie so viel unterwegs. Ich war in 5 Hauptstädten. Ich war in Berlin. Ich war in Wien 2 Tage. Ich war in Zürich auch 2-mal. Ich war in Budapest und ich war in der Ding, Slowakei. Bratislava. Dann habe ich, glaube ich, 7 Länder besucht. Niederlande war ich kurz. Dann war ich in Frankreich kurz. Einfach nur um Orte zu fotografieren, was genau heißt wie ich. Deutschland, okay. Da war ich noch in Österreich, war ich auch 1-2 Mal. Dann war ich noch in der Schweiz, dann war ich noch Ungarn und Slowakei. Also dieses Jahr habe ich viel gesehen und möchte es auf jeden Fall nächstes Jahr beibehalten. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich einfach mal so alleine verreise. Zum Beispiel, dass ich auch mal alleine mit meinem Auto einmal hinfahre und vielleicht mal im Auto penne. Dass ich einfach sage, okay, ich möchte im Auto schlafen. Ich weiß, vielleicht könnte es unbequem sein, aber man kann es ja sicher irgendwie ausbauen und ausbauen, mit einer Matratze reinlegen. Hier ist ja alles möglich. Man kann ja sicher noch draus was machen. Aber es ist halt cool, so einmal ein bisschen
Ja, ich weiß wahrscheinlich so ein Meme zwischen mir und bei anderen, aber ein bisschen mal von der Welt sehen. Ich meine, ich bin noch jung. Und die meisten Leute sagen auch, hey, nutze die Zeit noch, wo du jung bist. Ich meine, ich bin jetzt 24. Nächstes Jahr werde ich 25, dann 26. Jetzt habe ich noch die Zeit, jetzt habe ich noch die Kraft. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Familie. Ich habe alle Zeit der Welt außerhalb meiner Arbeitszeiten. Ich habe auf jeden Fall nächstes Jahr schon einiges geplant. Also ich glaube, 2-3 Urlaube sind schon fix geplant. Dazu würde ich auch noch gleich kommen. Ich will jetzt auch nicht so viel verraten. Und ich habe auf jeden Fall einiges gelernt. Nicht, dass ich auf jeden Fall mein Leben mehr schätze. Oder auch, dass ich niemals aufgebe, irgendwann kommt alles zurück. Oder auch, manchmal habe ich auch zum Beispiel so gelernt zu investieren, nie zu viel Zeit in andere Menschen, dann bekommst du sie nie zurück. Also aber auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass ich teilweise Zeit in andere Menschen investiert habe, wo ich das Gefühl hatte, ich habe die nie zurückbekommen. Wo ich auch dachte mir, Alter, was sind das eigentlich für ekelhafte Menschen? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber wirklich, ohne Mist. Also bei den Menschen war ich halt wirklich so verdammt enttäuscht, weil vor allem habe ich die Leute auch sehr viel Zeit investiert und auch manchmal sehr viel Geld. Was heißt, ja, das ist immer so zu sagen, was man gelernt hat. So, weil ich meine, im Grunde bin ich halt noch dieselbe Person wie damals, nur dass ich jetzt meine Priorität mittlerweile anders sehe. Und jetzt komme ich auch zum nächsten Punkt, nämlich Dinge, die ich nächstes Jahr anders machen will oder besser machen möchte. Auf jeden Fall möchte ich meine Prioritäten, wie gerade gesagt, nochmal anders setzen. Und zwar wird mein Hauptfokus sein, ich möchte meinen Traum, also meinen Kindheitstraum, also meinen, den ich schon seit Jahren verfolge, wirklich mal in die Tat umsetzen. Ich möchte wirklich mal einen großen Schritt machen. Und dieser große Schritt wird auf jeden Fall nächstes Jahr stattfinden. Das möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr machen. Es wird aber sehr viel Zeit kosten, das weiß ich. Aber ich muss es langsam machen, weil ich sage mir immer, von nichts kommt nichts. Und man braucht mal auch so Pause, aber ich habe das Gefühl, ich nehme jetzt so viel Pause, ich verschwende meine Zeit teilweise mit Dingen, die mich nicht voranbringen. Ich meine, gut, zum Beispiel Zeit mit anderen Leuten kann einen immer erfüllen, aber zum Beispiel, ich schaue teilweise viel zu viel YouTube und teilweise Nonsens an, was mich halt nicht mal wirklich weiterbringt. Oder ich schaue mir irgendwas anderes an oder ich bin viel zu lang auf Social Media oder sonst wo aktiv. Und zum Beispiel das meine ich, dass ich zum Beispiel meine Zeit bewusster einsetze und besser verteile. Das ist noch so eine Sache, die noch wirklich mal in mir rein muss, dass ich auch sage, okay, komm, also ich schaue schon, dass mein Handy abends mal wegkommt. Da sage ich, okay, ich lege mein Handy jetzt ins Nebenzimmer rein oder sonst was, auch wenn ich mein Handy zum Zeichnen brauche oder sowas. Ja, das ist so eine Sache, die ich jetzt langsam mal kapieren muss. Ich will auf jeden Fall, was heißt offener sein, ich bin jetzt ja schon offen, mir wurde auch gesagt, ich bin halt zu ehrlich, dass ich halt immer zu ehrlich bin, wurde mir auch schon gesagt. Ich kann es verstehen, ich bin halt mittlerweile sehr direkt, auch wenn manche sagen, sehr negativ. Aber ja, es gibt da Dinge, die mich stören, das will ich auch gerne ansprechen. Nächstes Jahr ist sowieso das Jahr, wo ich jetzt dann halt nichts mehr so viel zu verbergen habe, wenn ich ehrlich bin. Also nächstes Jahr werde ich auch eines der größten Fragen lüften. Das sage ich jetzt schon mal, da werde ich dann gleich mal drauf zu sprechen kommen. Und dann möchte ich halt auch cosplayen. Ich will nächstes Jahr Cosplay machen und halt denken so, wenn schon Cosplay, dann was richtig ist, würde ich vielleicht 2 Cosplays zu machen. Eins vielleicht nur als Spaß, so. Also auf jeden Fall möchte ich mich als Vector verkleiden. Das ist also als Vector ich einfach unverbesserlich. Und einfach so ins Kino gehen. Ich will einfach wissen, wie die Leute das schauen. Einfach mal so Vector im Kino ist. Das ist halt so cool. Das ist so eine coole Idee, aber ich feier's. Und ja, sonst halt vielleicht mehr auf Leute zugehen. Und auf jeden Fall mehr Bekanntschaften schließen, mehr Kontakte knüpfen. Das ist halt immer cool. Ich meine, ich habe halt die Möglichkeit, ich habe jetzt irgendwie auch durch die Comic-Con, glaube ich, auch ein paar Leute kennengelernt. So 2-3 Leute. Und ich vielleicht auch weniger Gedanken machen. Ich mache mir auch generell viel zu viele Gedanken. Weil, ich weiß nicht. Ich habe immer noch das Gefühl in mir, dass ich irgendwie nicht dazugehöre, ausgegrenzt werde oder nie akzeptiert werde. Das ist seit Jahren so und es geht nie weg. Also immer irgendwann werde ich immer das Gefühl haben, hey, ich gehöre nicht dazu, ich werde nicht akzeptiert. Und das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an den anderen. Wahrscheinlich Teil von beiden, würde ich jetzt sagen. Ich will nicht sagen, dass es nur an mir liegt oder auch nur an den anderen, aber ich würde auf jeden Fall an beiden sagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht irgendwie besser unterdrücken kann, weil es kommt halt immer wieder hoch und es beschäftigt mich. Es beschäftigt mich wieder sehr, sehr, sehr viele Stunden. Und das will ich auf jeden Fall reduzieren, dass ich jetzt nicht mehr daran denke oder auf jeden Fall die Gedanken nicht mehr so die ganze Zeit kommen und mich belasten. Weil es quasi auch so eine innere Belastung für mich, dass ich halt immer wieder daran erinnert werde. Ich weiß nicht, ich brauche wahrscheinlich immer einen Psychiater oder Therapeuten, das brauche ich auf jeden Fall mal. Aber ja, es ist so. Und ja, da ich jetzt sowieso schon mal Dinge bin, die ich nächstes Jahr besser machen möchte, werde ich auf jeden Fall jetzt darüber reden, was allgemein so meine Pläne oder Ziele sind für YouTube und Twitch. Ja, ich sage jetzt auch mal Twitch, weil auf Twitch möchte ich jetzt weniger, zwar nicht mehr so aktiv streamen wie zum Beispiel vor ein, zwei Jahren, also viermal die Woche, aber ich versuche auf jeden Fall so ungefähr auf die 100 Streams im Jahr zu kommen. Auch wenn 100 Streams nicht mal so viel klingen, das sind ungefähr knapp über ein Viertel und das heißt, ich muss quasi alle 2-3 Tage streamen. Ich werde wahrscheinlich nur am Wochenende streamen, wenn ich kann. Also, ich versuche es auf jeden Fall einzurichten, dass ich halt wenigstens am Wochenende morgen streamen kann. Also, was ich dann streamen würde, wären so. Was ich gerade Lust habe, ist gerade Pokémon Legenden Arceus. Also, ich spiele es hier gerade, das streams auf jeden Fall gerade. Lego City Undercover zu 100%. Mal wieder. Und Mario Odyssey. Vielleicht mal Splatoon 2 und 3. Also,
ich sag mal so, Spiele gehen mir nicht aus, dass auf jeden Fall noch ein bisschen Aktivität besteht. Was ich auch noch machen möchte, ist auf jeden Fall noch 24 Stunden streamen. Wahrscheinlich Ende März. Wozu ich noch was sagen werde, später noch. Und sonst euch Events mache, keine Ahnung. Und wie es denn euch jetzt mein neues Layout mache, weil ich muss sagen, mein Layout finde ich halt gar nicht mehr. Ich muss auch irgendwie alles einstellen. Und seitdem mein alles weg ist, ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf, alles einstellen. Deswegen streame ich teilweise gar nur noch mit Gameplay. Also Twitch setze ich gerade eher nicht in den Vordergrund, aber halt, ich mache es halt nebenher, muss ich sagen, wenn ich halt Spiele durchspielen möchte. Mein YouTube. YouTube ist ja sowieso einer meiner größten Schätze, wohl bemerkt. Ich meine, nächstes Jahr erreiche ich halt die 12 Jahre. Und da habe ich überlegt, dass ich jetzt auf jeden Fall zum 12-Jahr-Special so eine Art Special wieder machen kann. Es ist ja mittlerweile Standard geworden, dass ich ein Special mache. Und was ich noch von so habe, ich habe auf jeden Fall schon mal so eine Liste geschrieben von Ideen, von Videos, die ich machen möchte. Die nächste Zeit, die nächsten Monate. Aber ich habe mir auch schon überlegt, sodass ich einfach mal so auch mehr streame. Also ich möchte auf jeden Fall den nächsten Stream machen, wo ich einfach mal so mit euch kommuniziere, mit euch rede, was genau ihr euch wünscht. Dass wir quasi gemeinsam so ein bisschen den Content planen, wenn ich weiß, okay, was möchtet ihr eigentlich so, was würdet ihr gerne sehen. Und deswegen dachte ich mir so, okay, möchte jetzt halt mehr Community-Interaktion, so halt ein bisschen mehr Nähe aufbauen, so dass ich halt mehr auf euch eingehen kann. Ich versuche auf jeden Fall schon mal in die Kommentare meistens einzugehen. Und deshalb überlege ich auch, ob ich noch einen Discord-Server aufmache, also für den YouTube-Kanal und halt auch Twitch. Ich habe ja auch einen für Twitch, aber ich denke mal, den werde ich dann löschen, weil der da wird eher ähnlich genutzt, deswegen. Sonst habe ich auf jeden Fall noch vor, meine Talkshow weiterzumachen. Ich habe auf jeden Fall noch einige coole Gäste geplant und ich hoffe auch mal, einige sagen ja. Worauf ich mich sogar schon freuen würde, wenn die ja sagen würde. Habe ich auch Lust, so auch weiter meine Videos zu machen, aber ich möchte auch vielleicht noch mehr in die andere Richtung gehen. Also noch weiterhin halt ähnliche Richtungen eintauchen, zum Beispiel jetzt, was ich gesagt habe, das Bauchredner-Video. Hätte ich ehrlich gesagt Lust drauf oder vielleicht auch mehr so an animierten Content oder wie genau. Dass ich auch mal irgendwann meinen YouTube-Banner ändere und die auch mal machen, dass ich halt einfach... Ich habe schon Pläne, wie ich meinen YouTube-Banner gestalte, aber ich komme einfach nicht dazu, weil es halt ziemlich viel Zeit frisst. Wo ich gerade Streaming erwähnt habe, noch ein paar Formate neu starten, also vielleicht so 3 oder 4 neue Streaming-Formate möchte ich starten, halt 1-2 Wochen. Dann vielleicht noch ab und zu mal ein paar Shorts bringen, wenn ich die Ideen habe. Also wenn ich weiß, dass ich Ideen habe, dann könnte ich vielleicht die zu Shorts machen. Kann ja nichts Schlechtes sein. So, ich meine, bei dem einen ging ja auch relativ gut ab. Also bei mir gehen die Shorts immer ab, ich weiß nicht warum. Und sonst? Ja, ich denke mal, ich würde alles auf zukommen lassen. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte halt nicht mehr so inaktiv sein. Ich möchte auf jeden Fall etwas aktiver sein, wenn ich ehrlich bin. Aber ich will auch nicht mehr mein ganzes Leben nur noch auf YouTube ausrichten. Das muss ich ehrlich sagen, ich möchte nicht mehr meinen ganzen Alltag und so weiter. Oder ich kann es nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr meinen ganzen Alltag auf YouTube ausrichten. Weil erst mir fehlt die Zeit. Ich habe auch noch nebenher noch was zu tun in Arbeit. Dann habe ich noch mein Projekt, woran ich noch arbeite, was auch mal vorankommen muss. Und ja, dann mache ich mein Sozialleben, was halt nicht so viel nächstes Jahr ab und zu wieder da sein wird. Dann vielleicht noch, dass ich demnächst mal ausziehe oder umziehe. Also ist noch ein Stern noch, mein Urlaub noch, will ich auf jeden Fall. Ich möchte ja in den Urlauben generell nichts mehr machen für YouTube. Das habe ich einmal gemacht so. Aber ich weiß nicht, wenn ich in Urlaub irgendwie was YouTube mache, keine Ahnung. Ich bin ja auch kein Vlogger, also ich muss ja nicht zwingend vloggen. Ich will einfach nur die Zeit genießen. Aber eins steht auf jeden Fall fest und das könnt ihr euch mal sicher sein, ich werde auf jeden Fall nicht damit aufhören. Das kann halt sein, dass ich halt weniger mache, aber ich glaube, das könnt ihr dann nachvollziehen. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht extra böse wegen mir, weil ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach ein schlechtes Gewissen, wenn ich halt wenig mache oder wenig aktiv bin. Und wenn ich etwas verschieben muss, es tut mir einfach im Herzen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ja, verschieben wir einfach mal, sondern es tut mir auch im Herzen weh. Ich fühle halt immer mit euch, wenn ich sage, oh, es wird verschoben. Wahrscheinlich mache ich da mehr Gedanken als ihr, aber das wollte ich auch mal so persönlich sagen. Was ich auf jeden Fall noch nächstes Jahr machen werde, was ich, glaube ich, auch schon angekündigt habe. Ich weiß nicht, ob es für euch was sowas richtig Großes ist. Auf jeden Fall für mich ist es was Großes. Und es ist nämlich die Sache, warum ich eigentlich jetzt genau einen weiblichen Charakter habe, und zwar Rika, was genau jetzt die wahre Bedeutung von Rika ist und warum ich so generell so ein großes Thema drum mache, wer jetzt genau Rika ist. Und ich möchte das auf jeden Fall nächstes Jahr auflösen und ich möchte auf jeden Fall jetzt ein etwas einzelnes, großes Video auflösen. Also es soll nicht so lang gehen, aber generell möchte ich es auf jeden Fall dann öffentlich machen. Ich werde mich dann auf jeden Fall noch outen. Und ich bin schon so gespannt, das ist halt nicht mehr 3 Monate hin und ich bin halt schon so aufgeregt teilweise. Also es wird ein großes Ding für mich werden, auch für mich persönlich. Es wird eine persönliche Sache sein und deswegen bin ich auch schon so aufgeregt und ich bin mal gespannt, was danach kommen wird. Danach wird es wahrscheinlich wie gewohnt weitergehen, aber generell, der 24.3. könnt ihr schon mal vormerken. Ich werde es sicher nochmal ankündigen und ja, das ist auf jeden Fall ein persönliches Ziel. Ein anderes persönliches Ziel sind meine Urlaube, die ich machen möchte. Dann auf jeden Fall habe ich überlegt, dass ich vielleicht mal vielleicht in einen anderen Lebensstil eingehe, vielleicht, dass ich mal anders leben möchte, vielleicht mal auch mal zu anderen Kleidungsstil, so vielleicht, dass ich mir etwas anders mich mal aussehen lasse, vielleicht mir gleich optisch ändere, also jetzt nicht mal Cosplay, sondern auch was anderes. Ich habe auf jeden Fall echt Lust, mal was Neues ausprobieren. Ich möchte mich auf jeden Fall weiterentwickeln und ich möchte auf jeden Fall, ich habe auch zum Beispiel 3000
300 Kilometer laufen. Also jetzt nicht am Stück, sondern allgemein, was der verteilt, so 300 Kilometer laufen. Dass ich mich auf jeden Fall viel mehr bewege. Dass ich auf jeden Fall jetzt wieder viel, viel weniger Zucker konsumiere. Also ich habe im Dezember so viel Süßes gefressen, wie ich glaube ich noch nie zuvor. Also es war unnormal. Dass ich auf jeden Fall jetzt mehr auf meinen Zuckerkonsum achte. Dass ich nur noch Wasser trinke oder halt nur noch schaue, dass ich halt nur noch das, was ich halt rauche, esse und nichts mehr Unnötiges. Dann auf jeden Fall, dass ich mein Geld besser aufpasse, dass ich jetzt mir bewusst nichts mehr kaufe, was ich nicht brauche. Weil ich möchte mir nur noch das kaufen, was ich auch wirklich brauche. Da bin ich mir hundertprozentig. Weil ich meine das Ganze, ich bezahle sowieso allgemein Geld fürs Essen, für die Urlaube und für die ganz kleinen Dinge. Heißt, der kann mir auch das Geld schenken. Auf jeden Fall, ich bin gespannt auch auf den 2 Wochen Kroatien-Urlaub. Das sind 2000 Euro. Holy moly, das wird halt echt viel. Aber ich meine, hey, ich bin noch jung. Und warum nicht machen? Ich will auf jeden Fall, wie schon gesagt, mehr allein reisen, nochmal alleine wegfahren. Vielleicht mal, ich habe überlegt, dass ich wirklich mal nach Costa Rica fliege. Also nach Costa Rica einfach wegen dem Namen. Aber ich muss auch überlegen, es ist halt ein anderer Kontinent. Das Problem. Und ich beherrsche die Sprache nicht. Es ist eine große Herausforderung. Es ist was anderes, als wenn ich jetzt nur irgendwie eine Woche irgendwo in Deutschland oder Österreich bin, weil da kann ich mit den Leuten reden. Aber auf einem anderen Kontinent ist halt das anderes, vor allem wenn die halt nicht mal überwiegend Englisch sprechen. Und auf jeden Fall auf ein Sommerfestival will ich gehen, also Musikfestival will ich mal gehen für 3 Tage. Wahrscheinlich kenne ich dann jemanden, aber ich will einfach mal wissen, wie es so ist da und wie die Musik so ist. Vielleicht wird sie mir gefallen, vielleicht auch nicht. Aber dass ich auf jeden Fall mal mehr Dinge ausprobiere, mehr Dinge mache, natürlich auch YouTube mache, natürlich auch mehr mache, was ich möchte, aber auch, dass ich auf jeden Fall vielleicht so mehr Kontakte habe, so mehr menschliche Beziehungen eingehe, so in die Richtung. Ich meine, ich habe schon einiges geplant, ist ja nicht so, dass ich halt jemanden habe, aber es ist generell sehr cool. Ja, und nächstes Jahr wird auf jeden Fall richtig cool, vor allem da endlich ein Versprechen oder da nicht generell. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall sehr arbeitslastig, aber auch teilweise entspannt. Vor allem möchte ich wirklich, was ich schon gesagt habe, meinen Traum einen Schritt näher voranbringen. Ich will noch nicht genau sagen, was es sein wird, viele Leute fragen mich erst, aber ich möchte halt ungern Leuten zu verraten, weil dann fehlt mir dieser Überraschungseffekt. Deswegen, ich weiß, ich bin echt gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden und wie dann alles so aussehen wird. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, nächstes Jahr wird auf jeden Fall alles noch besser. Ich hoffe mal, dass ich auch mehr im Internet präsent sein kann, dass ich quasi für euch da sein kann, weil ich möchte auf jeden Fall jetzt die Community mehr auf und aufbauen, weil ich bin halt ehrlich, ich habe es schon mehrmals gesagt, ich kann nicht damit aufhören. Ich meine, nach über 12 Jahren, man kann es nicht sein lassen. Also, dass halt für einige Monate halt nicht geht, okay. Aber dass ich jetzt komplett aufhöre, das könnte ich halt nie. Vor allem, ich bin halt fast mein halbes Leben dabei. Also schon über mein halbes Leben, wenn ich jetzt bedenke. Und das geht nicht einfach so von einem auf anderen Deck. Also, wenn ich mir so ein abotechnisches Ziel setze, realistisch ist so ungefähr 3000 Abos. Ungefähr 3000 bis vielleicht 5000. Wer weiß, vielleicht kommt noch irgendwie dann dieser große Push, wo ich irgendwie so 10.000 habe oder sowas. Weil ich bin ehrlich, so 10.000 aus mit meinem Content wäre auf jeden Fall sehr gut. Irgendwann ist ja halt schon cool, wenn ich damit so ein kleines finanzielles Ding abdecken kann. Wenn ich damit auf jeden Fall Geld verdienen kann, damit ich auf jeden Fall mehr Freizeit habe. Das wäre auf jeden Fall so, war schon immer so ein Ziel gewesen, dass ich auf jeden Fall mehr Freizeit für mich habe. Gut, könnte ich jetzt auch haben, wenn ich mehr Zeit für mich investiere und nicht für andere Dinge. Was gibt es sonst noch zu sagen? Also, ich glaube, das war jetzt mein Jahresrückblick. Es war gar nicht mal so lang wie angenommen. Also, ich dachte, ich rede jetzt irgendwie so 3-4 Stunden, aber ich habe mein Jahr eigentlich selber relativ schnell rübergebracht. Ich habe ja nicht so detailliert geredet, sondern allgemein, was der gemacht hat an den Wochenenden. Ich weiß, wie viel das gejuckt hat, aber mich freut es auf jeden Fall, dass wenn Leute das komplett gesehen haben. Und ich hoffe, nächstes Jahr läuft auf jeden Fall besser als Dezember. Dezember war ja jetzt mal ein Ausfallmonat, muss ich sehr ehrlich sagen. Aber ich hoffe, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall einige coole Dinge bringen. Und wir werden auf jeden Fall hoffentlich eine schöne Zeit haben. Ich möchte auch mal Dinge ausprobieren. Auf Twitch könnt ihr auch auf jeden Fall auch mir folgen. Also auf Twitch werde ich auch viel aktiver sein. Ich werde vielleicht auch einen Streamplan raushauen, dass ihr immer wisst, okay, wann werde ich jetzt genau live gehen und wann nicht. Weil das hat mir ein bisschen gefehlt, weil ich bin halt immer meist spontan live gegangen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch noch einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Euer Johnny. Bye, bye.